Haben wir lang nicht mehr gemacht, RimWorld. Wisst ihr warum? Weil ich dachte, wir hätten jetzt eigentlich schon alles getan. Aber ich hatte eine Idee letztens. Hab mal wieder angefangen und dachte mir, wie wär's, wenn wir so richtig böse sind mal. Wenn wir gar nichts Gutes tun. Wenn wir jeden gefangen nehmen, der über die Karte geht. Wenn wir Leute gegeneinander kämpfen lassen in den Gefängnissen. Wenn wir E-Scooter nehmen und sie einfach in den Fluss schmeißen. Wir sind ganz böse heute bei RimWorld. Los geht's. Ja, können gerne direkt rein. Ich würde gerne starten, denn mir ist aufgefallen, das habe ich in vielen Videospielen so, dass, wobei wir zeigen gleich nochmal, ich zeige euch mal kurz die Mods, dass ich immer den Guten spiele und nie so, aber ist doch viel interessanter, der Böse zu sein. Ich habe ein bisschen rumgespielt mit den Mods, habe ein paar ausprobiert, dann ging das Spiel gar nicht mehr irgendwann, dann habe ich Spiele gestartet und es sind gar keine Leute gespawnt. Aber ihr seht, die unten habe ich rausgeschmissen. Es sind nicht viele neue dazugekommen. Es sind die Klassiker immer noch mein Liebling, Arachnophobia. Super gutes Ding. Ansonsten seht ihr hier vielleicht mal auf einen Blick, welche Mods ich drauf habe. Ich scroll nochmal oben, um die letzten paar auch noch zu. Die muss ganz oben sein, wisst ihr, ne? Sonst geht das schief. Aber gut. Sind keine mega krassen Evolved Organs. Das haben wir neu. Weiß ich auch noch gar nicht. Habe ich noch nicht so richtig ausprobiert. Gucken wir mal. New Colony, keine Zeit verplempern. Wir machen Crash Landed. Wir machen Reload, nee, machen wir Commitment, wir machen Commitment Mode, oder? Damit es richtig spannend wird. Rough. Und wir lassen den Seed so auf Kangaroo. Global Coverage machen wir 50%. Wollen wir es ein bisschen regnerisch haben, dass es nicht ganz normal ist? Und vielleicht ein bisschen kalt oder normal? Nee, ein bisschen kalt, ein bisschen regnerisch. Generieren die Welt. Dauert ein paar Sekunden länger, weil wir 50% ausgewählt haben, die Welt, die generiert wird. Ah ja, genau, was ich sagen wollte, man spielt ja, es gibt ja häufig irgendwie, ist ja denn der Selling Point, dass man verschiedene Wege in Videospielen gehen kann. Man hat verschiedene Antwortmöglichkeiten in Rollenspielen und so weiter. Und da kann man manchmal auch der Böse sein. Bei Dungeons & Dragons chaotisch böse. Und das wollen wir heute mal sein. Schöne Landmasse. Wir gehen mal hier rein und springen. Ich würde keinen Sumpf wollen. Hier irgendwas Grünes. Das ist ganz normaler Wald. Wir haben hier noch Boreal, Desert. Was ist das? Tundra. Nee, wir wollen was mit ein bisschen Stein. Jetzt mal hier gucken. Hier haben wir eine Straße in der Nähe, falls wir mal wandern wollen. Und wir wollen Steine und einen Fluss haben wir auch. Wollen wir vielleicht hier hin? Ganz in der Nähe von Tessnus. Das ist eine freundliche Fraktion, hoffentlich. Gehen wir hier hin? Oder sind wir zu dicht? Ist egal. Macht eigentlich keinen Unterschied. Gucken wir nochmal temperaturtechnisch. Sind wir zwischen 10 und 25 Grad. 17 Grad Durchschnittstemperatur. Ist fast schon zu warm. Aber wisst ihr was? Egal. Ich mag es nämlich gerne, wenn es kalt ist. Gehen nochmal auf Advanced, machen das groß. Since this location is within 4 tiles of another faction base, they will feel you are encroaching on their land and relations with those factions will worsen every 15 days. Ah, okay. Egal. Das ist doch gerade, was wir wollen. Und jetzt gehen wir auf Prepare Carefully, die Modifikation, die kennt ihr vielleicht. Die heißt genauso wie die Option aus dem Spiel, auf das dieses Spiel hier hauptsächlich basiert, nämlich Dwarf Fortress. Da drückt man auch auf Prepare Carefully. Und, wir machen uns erstmal einen Typen. Er hier. Oder. Er hier. Er hier, er hier. Ja, er steht. Wollen wir das gleich nochmal auf Deutsch stellen? Dann muss ich das nicht immer halb Englisch. Ja, das lassen wir mal so. Unsere ersten machen wir so. Das kennt ihr. Ich kann hier auch sehr viel Zeit verbringen, aber in the interest of time, damit das schneller geht, machen wir das mal so. Der gefällt mir, der kann alles, ist nicht
unfähig in irgendwas, was wir hier sehen. Und ist sonst ziemlich schlecht, aber dadurch, dass wir die Doppelflamme haben, kriegen wir das hin. Wie alt ist er? 30? Jawohl, das gefällt uns. Linda, du bist 47. Machen wir dich mal ein bisschen jünger, dass du vielleicht noch fruchtbar bist. Wie wär's? Komm, machen wir dich. Wollen wir dich zum. Nee, Teenager nicht. Aber wir machen. Komm, in die Blüte deiner Jahre. Du bist 23. Apokalypse Survivor, Military Kommissar, Pessimist und Jealous. Das ist ja beides was Negatives. Lass uns mal gucken, ob wir vielleicht Pyromaniac nehmen. Das ist zwar auch ein bisschen nervig. Wisst ihr was? Wir machen das mal so. Kannibalismus ist doch mega praktisch. Wir machen alle Kannibalisten, okay? K. Müsste ja hier irgendwo sein. Vielleicht auf Englisch mit C. Kneibel, da haben wir's. Okay. Dann müssen wir noch kurz zu Philipp gehen und ihn auch kurz zum Kannibalen machen. Dürfen wir nicht vergessen. Hier, Albert, machen wir auch schnell, wo wir mal dabei sind. Linda, bist du fertig? Wir machen hier vielleicht nochmal, komm nochmal was Positives. Beautiful. Okay. Wunderschöner Kannibale, der leichter Pyromane ist. Diese Gesundheitsdefizite hier, die machen wir auch mal kurz weg. Das wollen wir am Anfang nicht haben. Die holen wir uns später eh. So, hätten wir das auch. Sie darf jetzt nicht mehr firefighten, das macht aber nichts. Dann haben wir hier noch einen 38-jährigen Typen, der gefällt mir. Er ist incapable of dumb labor, deswegen ändern wir das mal. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Pretty Kneipe, jawohl. Und dann machen wir hier auch. Und dann kann es losgehen, oder? Eine Sache vielleicht noch. Nee, wir lassen das so. Wir haben uns das schon einfach genug gemacht mit der Doppelflamme. Aber ihr seht, wir haben ja wenigstens ziemlich viele Nullsachen dabei, sodass es nicht zu einfach wird am Anfang. Seid ihr bereit? Ich würde sagen, wir starten. Los geht's, oder? Wollen wir die noch speichern? Wir nennen das... Weiß gar nicht, was wir. Wir haben bestimmt ein Tier dabei. Mal gucken. Okay. Große Map. Wir haben alles gedacht. Und wir werden auch Vorteile daraus ziehen, dass wir so böse sind, dadurch, dass wir Kannibalen sind. Es wäre natürlich jetzt eigentlich noch interessanter gewesen, hätten wir ganz, ganz schwierige Bedingungen gewählt, sodass wir auch wirklich diesen Kannibalismus benötigen. Aber wir machen das nicht, weil wir es brauchen, sondern weil wir es können. Weil es Spaß macht. Beziehungsweise, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Menschenfleisch schmeckt. Nachher schmeckt das mega gut. Kann ja sein. Ich meine, gefährliches Territorium, aber wer weiß. Es gibt nur eine Handvoll Leute, die das wissen. Die sind wahrscheinlich alle im Gefängnis. Los geht's. Da haben wir sie. Okay, ich drücke erstmal auf Pause. Wir müssen mal die Waffen verteilen. Da haben wir ja gar nicht drauf geachtet. Shooting 7, Shooting 3, Shooting 13. Gut, dann bist du die da. Du kriegst das Ding. Du hast Melee 2. Das ist natürlich ziemlich wenig, aber macht nichts. Ich würde sagen, wir lassen die Leute das mal alles aufheben. Bisschen Silber hier. Komponenten, sehr, sehr wichtig. Und wo ist Holz und Eisen? Das muss ja auch irgendwo sein hier. Da haben wir es. Eisen. Holz. Holz, Holz. Da. Relativ versteckt. Okay, gucken wir uns die Map an. Das ist leider mittlerweile diese Ludicrous-Größe, die gibt es nicht mehr. Das lag daran, Tynan hat das selbst gesagt, der Entwickler, dass es Wegfindungsprobleme gibt bei zu großen Karten. Und deswegen, das war eigentlich nur in den Beta-Tagen noch, dass wir da diese riesengroße Karte hatten. Jetzt haben wir etwas kleinere. Finde ich ein bisschen schade. Aber wir bleiben genau in der Mitte. Wir haben schon erste natürliche Formationen hier, die uns ein bisschen Schutz bieten. Ich würde sagen, hier ist das Zentrum unserer Basis. Wir haben Nordwall, Südwall, Westwall. Ostseite vielleicht schwierig, besonders weil wir hier auch Wasser haben, wo wir dann nicht drauf bauen können, nicht ohne Brücken. Perfekt, hier ein Gesier. Noch einer. Da ist der nächste. Da ist der vier Stück. Fünf. Fünf alleine auf dieser Map zu sehen. Diese beiden hier, 1 und 2, perfekt angeordnet. Wir wohnen hier. Das bedeutet, wir
Haben hier sogar die erste Struktur, die wir nutzen können. Die buddeln wir auf und fangen da an. Los geht's. Hoffentlich ist da niemand drin. Denke, das ist aber ratzfatz vorbei. Normalerweise sind das aber andere große Bäume, Räume. Auch hier ist aber gerade eine Orgie am Laufen. Aber auch wirklich hier. Das ist eine animalische Riesenswinger-Party hier. Was ist das? Das sind hier irgendwelche Enten und irgendwelche Frettchen. Okay, Albert geht schon mal los, um das aufzuhacken. In der Zwischenzeit können die anderen eigentlich auch schon mal den Kram hier hintragen, okay? Damit ihr da nicht so ganz blöd rumsteht, was ihr jetzt gerade macht. Gut, Philipp kotzt gerade, das lassen wir ihm auch. Hm. Okay. Ancient Danger. Oh shit, seht ihr das? Hier ist gefährlich drin. Wir brechen das ab, dann dürfen wir da noch nicht buddeln. Ich dachte, das nehmen wir als erstes. Uiuiuiui, Ancient Danger. Hm. Normalerweise sind die quadratischer und nicht so rechteckig. Laut meiner Erfahrung. Interessant, interessant. Dann machen wir das anders, dann müssen wir jetzt hier anfangen, selber unsere Räume hochzubauen. Fangen wir an mit einem kleinen Schlafraum. Wir müssen ja irgendwie anfangen. Also los geht's hier. Schlafraum. Warte mal, das Ding hier wird ja später im Weg sein. Dann fangen wir hier an, weil wir hier auch ein Verteidigungsproblem haben mit diesem Untergrund. Dann würde ich sagen, dass hier so... Ja, wir müssen schon ein bisschen weiter östlich anfangen. Okay, passt auf, wir fangen hier an. Wir nehmen, ohne lange zu überlegen, baue ich jetzt direkt erstmal unsere ersten vier Wände dahin, damit das losgeht. Zack, Zeit läuft. Dann prüfen wir mal die Jobs. Am Anfang müssen wir das kurz einmal einstellen. Was mir auch auffällt, denn sollte das kurz einmal weggemacht werden. Wir packen die Geschichte hier hin. Und ich lösche die. Okay? Weiter geht's. So, die Leute bringen den Kram hin. Und ich hoffe, irgendwer fängt auch gleich an zu bauen. Übrigens, Firefly, das machen wir mal kurz fertig. Okay, okay. Müssen wir kurz. Ist Philipp der Typ mit dem Messer? Wunderbar, dann funktioniert das so auch. Und wir müssen hier mal ganz kurz eine Tür reinsetzen. Und zwar auf die. Tu die hier hin. Ich glaube, dieser Raum, der wird nicht lange bestehen. Das ist einfach nur. Um jetzt mal ganz schnell auf den grünen Zweig zu kommen. Legen wir da Betten rein und dann haben wir nämlich den Anfang. Sind wir schon mal safe? Für den Anfang, okay? Vier Betten. Lagerzone. Und die Leute fangen an. Was liegt denn da? Ach, guck mal, ein Gecko. Ein brauner Gecko, der sah ja lustig aus. Okay. Das sieht gut aus. Also, während die das hier hochzählen, schauen wir doch vielleicht mal ganz kurz in den Chat. Ist das ein neuer Spielstand, fragt der Schrodinator. Ja, wir haben gerade angefangen. Und wir spielen böse heute. Wir spielen richtig böse. Wahrscheinlich auch nicht nur heute, das wird ja ein bisschen länger dauern. Wir machen alles, was überhaupt nur denkbar ist, was böse sein könnte. Gibt da sehr viele Möglichkeiten bei RimWorld. Und ich habe auch noch nie gemacht, es kommen da häufig Leute, die einfach nur über die Karte laufen. Kommt die Meldung, ach, ihr habt Besucher. Und die laufen alle in unsere Falle jetzt. Und ich habe auch eine Mod dabei, tatsächlich, bei der man in diese Gefangenen gegeneinander kämpfen lassen kann, um dem Ganzen noch mehr Sinn zu verleihen. Das wird gut. So. Tragen das da rein. Da ist eine Hose bei, habe ich gar nicht gesehen. Als erstes, da wir so gutes Wetter haben, wäre ich dafür, dass wir einmal ganz kurz das. Hier seht ihr das, auch interessant. Was ist das? Sieht interessant aus. Brambles. Okay, Dornen. Hier haben wir zwei interessante Strukturen direkt nebeneinander, die man äußerst. Also, wenn man Glück hat, kann man die richtig gut zur Verteidigung nutzen. Vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, wenn man die Basis da ganz dicht dran baut und dann Gegner kommen, die sich da durchbuddeln. Ja. Und da sind dann Roboter drin, eventuell, dann haben die keine Chance, die Angreifer.
Ich würde sagen, ich habe mich langsam entschieden. Hieran bauen wollten wir nicht. Diese Ecke gefällt mir jetzt nicht durch die Gefahr hier, durch den Untergrund da. Jetzt würde ich sagen, starten wir hier oder starten hier mit unserer Basis und expandieren dann langsam weiter. Ich denke, früher oder später wird das eh alles uns gehören. Aber... Nee, nix aber. Wir machen das jetzt einfach. Bauen in die Mitte unseren Hauptraum. Wir machen das mal so, wirklich. Einen Hauptraum braucht man erstmal, wo Essen gekocht wird. Och nein, seht ihr das hier? Hier haben wir direkt schon, auch schon Sumpf mittendrin. Das ist ärgerlich. Bisschen ärgerlich. Ihr seht hier bei den Roten, kann ich nicht bauen. Ach, muss ich das unsymmetrisch hier direkt schon anfangen? Tut das Not? Anscheinend. Ganz kurz überprüfen, haben wir eine ungerade Länge? 17, wunderbar. Es ist dafür wichtig, dass man die Türen schön in die Mitte ballern kann. Das hier ist nicht ungerade. Gehe ich nochmal. Ach, egal. So. Wir haben alles, was wir brauchen. Erstmal hier würde ich filigrane Änderungen erst später vornehmen. Das sieht gut aus. Die können zwar nichts, aber da sie Doppelflamme haben, sollte das ratzfatz gehen. Ja. Temperatur gut, 23 Grad. Ich denke, wir können ein bisschen schneller, dass dieser Raum hier hochgezogen wird. Wir müssen parallel... Ich soll jetzt schon mal ein Feld anlegen. Ich würde sagen, ja. Weil wir haben ja nur einen mit Bauen beauftragt. Dann können die anderen ja schon mal ein bisschen anbauen. Wollen wir hier ein kleines Feld eröffnen? Schöner Untergrund. 5x10. Los geht's. Hier bitte Kartoffeln rauf. Sollte gut. Nee, komm. Am Anfang machen wir lieber mal Reis. Reis geht fix. Gucken wir in den Chat, ja? Sind das Free-Download-Mods oder DLCs, sagt der Hobbit-Teufel. Nee, das sind alles Free-Download-Mods aus dem Steam-Workshop. Sehr umfangreiche Liste gibt's da. Bisschen unübersichtlich, aber da kommt ihr schon klar. Viel muss man ausprobieren. Jetzt gucken, ob man das mag. Die Beschreibungen sind nicht immer besonders aufschlussreich. Muss man sich ein bisschen durchwühlen. Habe ich aber auch schon mal was zu gesagt zu den interessantesten Mods, meiner Meinung. Und, gucken wir weiter. Mods für Umme. Ja, genau, das kostet alles nichts. Mach doch einen symmetrischen Doppelraum. Ja, du hast vollkommen recht. Ich hätte da... Das war sogar fast in der Mitte hier, ne? Na, egal. Aber guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Wer ist unser Grower? Das ist Albert. Und wir machen das so, dass wir allen anderen sagen, wenn sie nichts zu tun haben, gehen sie auch grown. Und das gleiche machen wir mit dem Mining. Okay? Konstruieren lassen wir die Verantwortung bei Albert. Weil Konstruieren relativ wichtig ist. Wir wollen, dass diese ganze Erfahrung, die Albert da sammelt, auch bei ihm gebündelt aufschlägt. Damit er irgendwann eine Stufe erreicht. Gucken wir mal, er ist jetzt bei Construction 5. Wenn er 15 plus wird, 20 ist ja Cap, dann kann er richtig gute Sachen herstellen. Dann werden die Betten viel angenehmer und das ist enorm wichtig. Deswegen möchte ich die Erfahrungspunkte des Bauens eigentlich nicht verteilen auf meine ganzen Leute. Denn wie ich auch beim letzten Match rausgefunden habe, ist, dass das ganze Aufsteigen ein bisschen genervt wurde. Man braucht jetzt viel mehr Erfahrung, als man das bei meinem letzten Playthrough brauchte. Naja, gut. Nacht beginnt, wir gucken... Rädchen schlafen, Enten schlafen, alles ist gut. Wir haben hier auch schon Hasen. Das ist ein sehr wuscheliger Hase. Und er hat einen Namen. Das bedeutet, das ist unser Hase. Tatsächlich. Eine Hasenfrau. Gibt es da einen Namen für? Manche Tiere haben ja eigene Bezeichnung für weiblich und männlich. So wie ein Eber oder eine Sau. Gibt es das bei Hasen auch? Gibt's da, guck mal, doch, ein Hase. Der männliche, warte mal, das weiß ich sogar. Hab's nur vergessen. Heißen die Rammler oder so? Nee, ne? Aber irgendwie so. Sag mal schnell, das weiß doch einer von euch. Weiß ich ganz genau. Sagt ihr mir gleich im Chat.
Let's go. Ja, die Nacht läuft noch. Wir haben erst 3 Uhr nachts. Hasilein, sagt Max Klose und Schrodinador. Rammler, doch, ja, doch, heißen die, oder? Wer hat sich das denn ausgedacht? Bock? Hesen? Zippe? Osterhase, was Schokolade? Ah, ja. Wissen wir mehr. Gut, guck mal, es wird morgens, Sonne geht auf, wir haben 5 Uhr und unser erster neuer Tag nach unserem Day Zero, unserem Crash-Tag, beginnt. Ich hoffe, wir haben hier nicht vergessen, eine Tür einzubauen. Was sagt ihr? Haben wir bestimmt vergessen, oder? Haben wir garantiert vergessen. Komm, lass mal schnell eine Tür reinsetzen. Oh, hört ihr das? Oh nein! Unser Hase wird von einem Frettchen! Shit, der nicht mal 24 Stunden und schon ist unser Haustier... Oh nein, zu spät! Okay, aber wir sind böse, wir lassen uns das nicht gefallen. Das ist halt auch der Punkt. Ihr wisst ja, das habe ich euch noch nicht erzählt. Unsere Leute, Linda, Albert und Philipp, die waren ja nicht von Anfang an böse. Das hier ist quasi der Flashback. Das ist der Moment, wo sie alle böse wurden. Als sie ihr liebes Häschen Violet verloren, nämlich aufgrund des fiesen Frettchens hier. Und dieses fiese Frettchen kriegt jetzt erstmal... Lassen wir uns nicht gefallen. Ihr wisst ja, was machen wir im Nahkampf? Philipp dreht durch und prügelt dieses Frettchen zu Tode, zu Matsch. Komm, Philipp! Das Frettchen wehrt sich. Linda guckt zu. Wisst du was? Linda schießt von hinten. Oh. Linda schießt. Linda hat hier hingeschossen. Okay, dieses Häschen hat uns ganz schön zugesetzt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir haben ein paar Kratzer davongetragen und einen Biss in den linken Arm. Ja. Alles nicht schlimm. Hoffentlich infiziert sich das nicht. Das ist die einzige Gefahr, die wir hier eigentlich... Ärgerlich! Gut, Linda geht wieder. Während Philipp weiter auf das Frettchen einschlägt. Und jetzt ist es tot. Und jetzt essen wir alles. Später, wir müssen erst kochen. Mist, so ein Mist. Dieses Häschen... wäre bestimmt ganz interessant gewesen, hätten wir das noch ein bisschen länger gehabt. Haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert. Wir wollten eigentlich gerade eine Tür reinsetzen, oder? Tür setzen wir hier oben in die Mitte und unten in die Mitte. Okay. Genug Holz sollte eigentlich da sein. Haben die schon alles geholt? Sieht so aus, als wären sie fleißig gewesen. Haben schon alles geholt. Wir müssen direkt... Ach, wie süß. Guck mal hier. Kleiner Chipmunk. Ich würde sagen, wir müssen schon mal ein bisschen mit dem Abholzen beginnen hier. Also. Chop wood. Alle Bäume weg. Alle Bäume weg. Wunderbar. Wer ist denn mit Plantkarten? Da sagen wir auch, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, Albert und Philipp, dann macht da mal mit. Ansonsten ist Linda fürs Kochen, fürs Plantkarten. Nee, Philipp, nee, warte mal, wo ist denn Grow? Albert ist das. Albert ist unser Grower. Albert, hast du gerade bessere Dinge zu tun? Anscheinend. Albert ist gleichzeitig auch unser Konstrukteur. Gut, dann müssen wir das umlegen. Dann sagen wir, dann bist du natürlich... Wer ist unser Konstrukteur? Wer kann denn sonst nix? Du hast 4, du hast 5 und du hast 2. Wollen wir Linda? Linda ist sonst eigentlich ziemlich talentfrei. Das sind ja wie, einer muss Konstrukteur sein primär, einer muss Miner sein und einer muss Grower sein. Zumindest bei mir. Diese drei Hauptaufgaben müssen besetzt sein. Und das haben wir jetzt. Also, Konstrukteur als Albert. Wer ist jetzt der Grower? Machen wir das, lassen wir das Linda machen? Linda ist aber eigentlich auch Koch. Wobei, mit dem Koch müssen wir mal gucken. Das können die alle nicht. Und das kann später. Wir werden ja ein paar Leute gefangen nehmen und müssen auch ein paar, wir dürfen nicht alle essen. Wir müssen ein paar auch umschulen, nennen wir das. Überreden, dass die zu uns gehören. Und dann, ja, sorgen wir uns den Koch auf diese Weise. Philipp, du bist verarztet worden. Das ist nicht schlecht,
Aber ab jetzt sagen wir, dass wir diese wertvolle Medizin, die hier liegt, erstmal nicht mehr verwenden. Die brauchen wir später bestimmt. Falls wir mal uns was Richtiges einfangen. Wir haben jetzt hier diese wertvolle Medizin für so ein paar Hasenkratzer verschwendet. Das ist nicht optimal, aber gut. Guck mal, wie schnell die fertig sind. Das muss noch weg. Der Baum muss auch noch weg. Die sind zu klein. Deswegen muss ich die manuell. Bäume unter 50% werden nicht mit Job gefällt, sondern mit Cut plant. Okay, wir haben 12 Uhr. Wo seid ihr denn alle? Guck mal, das funktioniert. Die Umverteilung der Jobs. Linda sieht den Reis. Ausgezeichnet. Ja, schade wegen dem Hasen, ne? Was sagt ihr dazu? Das ist natürlich ein bisschen doof. Als erstes, wenn wir diesen Raum fertig haben, in dem wir hauptsächlich essen werden, das wird so unser zentraler Hauptraum, von dem alles abgeht, wir brauchen dann direkt aber Schlafräume. Ansonsten haben wir einen kleinen Malus auf unserer Laune. Albert geht es zwar wahrscheinlich noch ganz gut, weil er anfangs haben die noch diesen initialen Optimismus, den anfänglichen Optimismus. Das fällt aber bald weg. Und dann seht ihr das hier. Slept on the ground, slept on the cold, ate without a table. Awful barrack. Das kriegen wir alles weg mit einem Schlag, wenn wir ein paar Schlafräume haben. Und das sollten wir direkt mal angehen, um es nicht unnötig schwer zu machen. Schlafräume, wisst ihr, baue ich gerne so, dass man die immer schön erweitern kann. Und seht ihr, hier haben wir was vergessen. Nochmal 4 Nahrungspakete. 39 haben wir hier schon. Damit sollten wir auf jeden Fall erstmal lange über die Runden kommen. Also, was wollten wir? Schlafräume? Schlafräume? Schnell mal aus Holz. Bau die nach unten weg. Wir können denn tatsächlich hier sogar reinbauen. Ich will nicht allzu weit reinbauen. Weil nichts ist ärgerlicher, wenn die Angreifer anfangen, durch die Berge zu graben. Das finde ich mal sehr, sehr doof. Weil dann hat man da so lange Gänge drin irgendwann. Auch wenn man die Angreifer denn vertreiben kann. Das sieht hässlich aus. Wir machen das aber so. Wir machen hier einen Doppelgang. Auf der anderen Seite überlege ich gerade, wenn man jetzt einen riesigen Komplex baut, kann es sein, dass diese Leute gar nicht mehr das Tageslicht sehen. Wenn man Raum an Raum baut und alle Dinge, die die Leute tun, die ihr hier habt, drinnen stattfinden, dann kriegen die auch einen Malus. Dann sehen die irgendwie manchmal 2, 3, 4, 5 Tage nicht mehr das Tageslicht und das schlägt auch auf die Laune. Und dann kann es ganz gut sein, wenn man auch mal ein paar Gegenden nicht überdacht. Überleg gerade, ob ich das hier freilasse und diesen Hauptraum alleine stehen lasse. Aber ich glaube, ich hätte doch lieber einen großen Komplex. Und, na. Wie machen wir die Schlafräume ran? Machen wir die doch in die Richtung? Hier unten ist mir zu wenig Platz. Ich will große Schlafräume, dass wir gute Laune haben. Na komm, wir machen das einfach so. Tatsächlich fangen hier die Schlafräume an. Oder baue ich sie hier rein? Ihr was, wir machen das so. Ich finde das, spannender, wenn wir so ein bisschen am Berg arbeiten. Doch, wir machen hier erstmal einen Gang. Dieser Gang geht denn hier hoch? Habe ich einen Fehler gemacht? Die machen wir einen kürzer. Und das hier ist unser erster Raum. Der ist 5 hoch. Der ist 5x5 machen wir die. Ist das in Ordnung für euch? 5x5 ist eine richtig gute Größe. Fast schon platzverschwenderisch. Aber dann kriegen wir echt gute Laune. Eingangstür machen wir hier rein. Und ich würde sagen, wir bauen auch direkt noch einen vierten Raum. Wir brauchen erstmal nur 3, aber da kommen ja
Entschuldigung. Entweder Gefangene früher oder später. Oder neuer Mitstreiter. Die machen wir hier weg. Türen setzen wir direkt rein. Und ziehen das erstmal hoch. Bauen die Betten dann am Ende. Ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig Holz. Wir sehen das auch hier. 8 Holz ist ein bisschen wenig. Und hier liegen sehr viele Steine, die alle gleich weggetragen werden müssen. Na gut. Überprüfen wir nochmal. Linda, du machst das ja ganz gut jetzt mit deinem neuen Konstruieren. Wir sehen, du ziehst gerade ein Dach hoch. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich mache mal ein bisschen schneller. Albert pennt hier. Philipp erholt sich nach dem Kampf mit dem Hasen. Soweit alles gut. So, ich schaue gerade mal. So, ich sehe gerade, ich hatte hier im Superchat was verstellt. Ich glaube, ich habe den Twitch-Chat gar nicht gesehen gerade. Jetzt habe ich eingestellt, dass ich Twitch und YouTube sehe. Alles gut. So. Was steht da? Nicht vergessen, 1 oder 2 Stützen fürs Dach. Ja, stimmt vollkommen. Eventuell brauchen wir hier Stützen. Das sehen wir dann aber, dass in der Höhle dürfte man das nicht vergessen, weil dann natürlich das Dach einfällt. Wenn wir nicht in der Höhle sind, baut er ja gar nicht erst ein Dach. Und dann sehen wir, ob wir Säulen brauchen. Wir spulen schnell vor. Die Nacht überspringen wir. Hier ist der nächste Hase. Der sieht aber sehr böse aus, muss ich sagen. Hasen? Nee. Wir haben einen Hasen verloren. Der hat nicht angegriffen. Vor Frettchen sollten wir Angst haben. Ziemlich abgemurkst mit einem Messer hier. Und mit Fäusten. Okay. Sonne geht auf. Philipp ist wieder fit. Ein Tag hat ihn das gekostet. Die Verletzung. Wo willst du denn so schnurstracks hin? Du hast doch irgendein Ziel. Ah, ein Gecko gefressen. Hier ein Riesenschloss. Faultier. Sieht gut aus bis jetzt, oder? Läuft. Die helfen sich gegenseitig. Und wenn hier Mitte, in der Mitte gleich ein Feld frei bleibt, müssen wir eine Säule hinbauen. Habt ihr vollkommen recht. Okay, läuft. Wir müssen noch mal kurz die Homezone ausschalten. Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu groß. Bitte nicht putzen. Hier draußen den Garten. Das tut nicht Not. Neue Homezone. Diese hier. Okay. Okay. Und wie es aussieht, ja, wir brauchen tatsächlich eine Säule hier. Das ist doch kein Zufall, dass in der Mitte Licht reinscheint. Für die Symmetrie ballern wir da sogar 2 Säulen rein, okay? Bräuchten eigentlich nur eine, aber so machen wir das. Bäume müssen gefällt werden, ist klar, sonst wird hier kein Dach gebaut. Aber das ist auch schnell erledigt und parallel genug Holz dabei produziert. Wunderbar. Ich würde sagen, unser Holz ist immer noch nicht ausreichend. Wir müssen ja eh weg. Du auch. Du auch. Und du auch. Alles gut. Sollte reichen, oder? Das ist jetzt keine Probleme. Ich habe eher das Gefühl, dass RimWorld mit jedem Patch immer ein bisschen einfacher wurde. Ich spiele ja immer gerne auf Rough. Und Rough war früher mal Rough. Heutzutage immer alles recht easy, zumindest im Vergleich zu früher. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist. Was ist denn da passiert? Jason, was machst du denn hier? Wo kommst du denn her? Habe ich Visitor. Aha. Jason Goodhill von Republican Amalgamation. Okay. Seid ihr das? Nee, das seid ihr nicht. Die sind relativ neutral. Und das sind die Purpurnen. Da und da. Okay.
Was hatten wir gesagt? Was bist du für einer? Du kannst gut schießen. Ich könnte mir gut gebrauchen. Du bist ein guter Kämpfer. Du kannst zwar nichts, kannst nicht Carrying, Social und Hauling. Gerade das Hauling ist wichtig. Aber so ein Kämpfer. Oder essen wir dich gleich? Mal gucken. Aber ganz ehrlich, wir lassen hier. So machen wir das. Was ist denn mit den Doppelnamen hier los? Ach so, wegen dem Bett. Okay. Jason, können wir dich eigentlich so, wenn wir jetzt rechts klicken? Was haben wir für Optionen? Try to arrest? Oder traden? Ich habe das noch nie gemacht, dieses böse Spiel. Ich frage mich gerade, wenn ich mit ihm trade, er hat ja offensichtlich Sachen dabei. Wenn ich den gefangen nehme, kriege ich die Sachen. Gucken wir mal. Ich weiß, dass es bei Händlern so ist. Wenn man denen ihre Lastentiere, wenn die draufgehen, dann droppen die all den Kram, den sie tragen. Okay, es geht los. So. Ich würde sagen, als erstes müssen wir nochmal ein kleines Gefängnis kreieren, sonst wird das nämlich gar nichts. Sleeping Spot. Okay, das ist jetzt kurz unser Übergangsgefängnis. Gefängnis aktiviert. Und jetzt gucken wir mal. Der Typ mit dem Messer geht jetzt mal dahin. Ich meine, das rede ich wie die Gauner. Wir gehen dahin, zu dritt. Breiter Schulter. Hey. Hey, Jason. Ich arreste dich. Warning. The person you are trying to arrest may not go quietly. If you arrest a non-colonist, their entire faction will become your enemy. Ja. Arrest! Arrest! Was machst du hier? Das ist unser Land, okay? Ha! Wir gehen mit. Nicht, dass der hier noch Faxen macht. Das war noch nie erlebt. Ich glaube, das geht gar nicht. Jetzt, wo er einmal gefangen ist. Gucken wir mal bei Factions. Oh ja, minus 75 direkt. Ab ins Gefängnis mit dir, du Schwein. Wie heißt der nochmal? Wie die da stehen, Spalier. Wunderbar. Ihr könnt wieder ins Bett gehen. Haha. Ja, tatsächlich. Wir kriegen den ganzen Kram. Zieht euch das rein. Wir haben direkt gekriegt den Doomsday Rocket Launcher. Wie Hammer ist das denn? Oh, geil. Weißt du was, Jason? Was hast du an? Trägst. Oh, eine Vogelhauthose. Sowas wollte ich schon mal haben. Okay. Sonst nichts Besonderes. Ich zieh dich jetzt nicht aus. Oder sind wir so böse? Warten wir mal, wir können später noch ausziehen. Philipp, geh mal pennen. Ja? Habt ihr gut gemacht. Okay. Es funktioniert. Es funktioniert. Wir sind böse. So. Soll ich ihn wirklich essen? Weil wir sind nur noch am Anfang. Wir könnten auch die Arbeitskraft gebrauchen. Wir könnten ihn als Sklaven. Das Ding ist, wenn wir jetzt schon direkt anfangen, die Leute zu essen, müssen wir sie zwangsläufig vorher töten und kochen. Das gibt einen dicken Malus auf die Laune. Wir sind zwar Kannibalen, das heißt, wir kriegen vom Essen nicht so einen großen Malus, wenn wir Menschenfleisch essen. Aber der Tötungsvorgang selber, das würde es am Anfang ziemlich. Wir essen ihn jetzt noch nicht, wir müssen es nicht unnötig schwer machen, später. Wenn wir wirklich auch eine Basis haben, die unsere Laune so weit hochtreibt, dass wir es uns leisten können, richtig böse zu sein, dann machen wir das. Wir essen den nicht sofort. Wir haben ja gerade noch Essen. Wir ergötzen uns jetzt erstmal an seinem Leid und trinken seine Tränen, Jason. So. Hast dich hier in ein Gebiet gewagt, wo du dich nicht hättest rumtreiben sollen, ne? Da steht's auch, jetzt sind sie hostile, da steht das wahrscheinlich hier, minus 75, bla bla. Wollen wir diesen Helper rechts oben mal ganz kurz ausmachen, der nervt ja ein bisschen. Okay, hier haben wir eine neue Knarre, auch der Doomsday Rocket Launcher, ganz ehrlich. Da ist denn das Spiel an dieser Stelle natürlich nicht ganz perfekt. Ich meine, wenn ihr Jason wärt, würdet ihr wahrscheinlich hier zum Doomsday Rocket Launcher gehen und diese Holzwand durchballern und abhauen. Jason kommt leider nicht auf die Idee. Wir können mal gucken, wie hoch sein Okay, er hat Intellekt 1. Er kommt nicht auf die Idee. Erklären wir es damit, okay? Also, der Tag hat begonnen. Es ist 8 Uhr morgens. Wir geben unserem wir nennen
Wie schreibt man Gomorra? So? Keine Ahnung. Jawohl. Läuft. Dann steht ihr auf. Dauert noch ein bisschen, ne? Wir gucken immer beim Schlafen zu. So creepy sind wir nämlich auch. Und ich guck kurz in den Chat. Ist er nicht gefesselt? Er ist gefesselt. Ah, sagt Fizzy und Zinchillo. Du hast recht. So kann man das auch erklären. Er ist gefesselt. Ich schaue gerade, ob das wirklich irgendwo steht, weil es steht nämlich nirgendwo. Das müssen wir uns so vorstellen. Der ist gefesselt und deswegen kann er den Doomsday Rocket Launcher nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich gefesselt wäre und das da liegen würde, jeder würde doch irgendwie hinkriegen. Naja, nachher schießt man sich aus Versehen mit dem Doomsday Rocket Launcher selber ins Knie. Das wäre natürlich auch gefährlich. Aber gut, steht er langsam mal auf? Jawohl, ist mal was Gutes. Und dann kümmert ihr euch mal um die Schlafräume. Das muss mal angegangen werden. Dazu brauchen wir noch mehr Holz wahrscheinlich. Und das hier ist eh alles im Weg, um die Basis rum. Wenn wir expandieren, früher oder später werden die im Weg sein, diese Baumstämme. Also könnt ihr die auch choppen. Was nicht schlecht ist, wenn wir hier dem Gefangenen auch erstmal die Sachen wegnehmen. Fühle ich mich auch sicherer. Wunderbar. Mach das. Doomsday Rocket Launcher. Am dritten Tag. Hatte ich auch noch nicht. Wunderbar. Also Doomsday Rocket Launcher ist im Grunde ein Kommissar-Gefängnis aus dem Gefängnis Freikarte. Wenn wir einen harten Angriff kriegen, der uns fordert, können wir den Doomsday Rocket Launcher auspacken und dann rettet er den Tag. Guck mal, wie schnell das geht hier. Bin zufrieden mit der Leistung meiner Minions. Und Holz haben wir immer noch nichts. Trotzdem, Aufgabe des Hackens ist schon verteilt. Dann können wir auch mal die Betten da reinknallen. Dann ist eigentlich erstmal alles okay. Ja, ihr seht, wie schnell das vorangeht. Wunderbar. Was ist hier? Verrücktes Schaf. Oh, shit. Ein verrücktes braunes Schaf. Gar nicht weit weg. Wer prügelt sich mit dem Schaf? Ich würde sagen, da gehen wir alle drauf. Schafe sind nicht zu unterschätzen. Sehen immer nur so putzig aus. Problem ist, dass das Schaf geht anscheinend auf Linda. Nee, wisst ihr was? Ihr beide geht mal unten rum. Los geht's. Schieß aufs Schaf, Albert. Philipp, du pass auf, wenn das Schaf zu nah kommt. Weil Albert ist nicht der Beste mit dem Revolver. Oh oh, oh oh. Geh du mal lieber dahin. Jetzt Philipp fast den Rücken geschossen. Das ging aber schnell. Gut, Philipp, komm, prügel das Schaf noch. Schaf down. Gut gemacht, Philipp. Bring das Schaf rein. Wie lange halten die noch? In 3 Stunden geht das. Verdirbt das leider. Das ist ein bisschen ärgerlich. Macht aber nichts. Komm, wir haben noch keinen Kühlschrank am Anfang. Ist einfach so. Oh, wir haben eine positive Holzbilanz jetzt endlich mal. Naja, nicht wirklich. Wird direkt verbraucht für die Betten. Wir spulen vor, diese Betten müssen mal hochgezogen werden. Plus diese Mauern hier. Jawohl. Jetzt ist das endlich ein geschlossener Raum. Wir ignorieren Jason noch. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ich gucke gleich mal im Chat. Ihr könnt mal Vorschläge, wie viele Möglichkeiten, was man den Gefangenen machen kann. Und was ich euch noch nicht gezeigt hatte, ist ja auch hier meine Favorite-Möglichkeit für später. Wenn wir mal hier hingehen zu den Zonen. Ne, wo ist das? Genau. Bei Verschiedenes kennt ihr ja den Party-Spot, den Marriage-Spot, den Caravan-Packing-Spot vielleicht. Kennt ihr auch den Arena-Spot? Das ist eine Mod. Und da bauen wir bald eine Arena. Erinnert mich an Dungeon Keeper, da konnte man ja auch seine Minions gegeneinander kämpfen lassen, haben die trainiert. Gucken wir mal, ob das Spaß macht. Oh, das erste Bett ist fertig. Ich würde sagen, Linda kriegt das erste Bett. Fleißig Holz hacken. Es ist 20 Uhr abends. Noch ein bisschen Zeit, die Betten hochzuziehen.
Nee, nicht wirklich. Albert geht direkt ins Bett. Linda baut das noch fertig. Wunderbar. Linda wählt das Bett. Komm, Albert. Ich schmeiß dich kurz aus deinem Bett raus. Verbring die Nacht doch in deinem neuen. Wunderbar. Ich soll die kochen jetzt schon? Harvesten, sagt Stoik Raziel. Ja. Kann man eine Folterkammer bauen? Na, das so in der Form nicht. Könntest mal gucken, ob es da eine Mod gibt. Foltern würde auch zu unserem Spielstil heute passen. Aber ich war schon ziemlich froh und erstaunt und glücklich, als ich die Prisoner Fighting Mod gefunden hatte. Das war schon ganz interessant. Eine Tür als Abkürzung wäre nett, sagt jetzt gerade der Marcel. Ja, du hast vollkommen recht. Wir sollten hier mal... Ich baue das mal wieder ab hier. Das brauchen wir ja nicht. Lassen wir mal offen. Das sieht noch doof aus, aber das ist einfach nur für den Anfang jetzt erstmal, dass wir auf den grünen Zweig kommen, ja? Dann müssen wir das hier mal wegbringen. Das stinkt natürlich und verrottet jetzt. Dazu brauchen wir einen Dumping-Stockpile. Ich sag mal, wir legen die Kadaver nicht zu weit weg. Ich komm, da packen wir die mal hin, okay? Drei Betten fertig. Schau dann. So, jetzt haben alle ein Bett. Als nächstes müssen wir dann schnell was zum Kochen bauen. Ich würde gerne das Schaf essen. Aber seht ihr, ich bin schon wieder zu gut. Wollen wir... Wir müssen das auch schon hart durchziehen. Wir essen zuerst... Oh. Also, wir können Gefangene sammeln und sie gegeneinander kämpfen lassen. Wir können Gefangene gegeneinander... Habe ich doch gerade schon gesagt. Gegeneinander kämpfen lassen. Wir können Gefangene überreden, sich uns anzuschließen. Wir können Gefangene zerschnippeln und deren Organe verkaufen. Was können wir noch? Töten sich die Gefangenen beim Kämpfen, dann wird immer der Verlierer gefuttert und der Champion darf weiter in Gefangenschaft leben, sagt jetzt gerade der Goratz. Ich habe ja das mit dem Kämpfen der Gefangenen auch noch nicht ausprobiert. Deswegen kann ich dir das nicht beantworten. Baut Reis an. Will aber lieber ein Schaf. Ja, das stimmt. Der Reis ist wichtig. Wir brauchen ja irgendwas Menschenfleisch alleine, ne? Und Menschenburrito, da gehört auch Reis rein. Und wo ist mein Schaf? Wurde das schon reingetragen? Wo ist denn das Schaf hin? Hat irgendwer das Schaf gekriegt? Ach nee, wir haben das... Guck mal, wir haben das hier hingetragen. Was wir vergessen haben, ist diesem Ding zu sagen... Zum einen möchte ich bitte keine Chunks und keine frischen Sachen da rein. Das war der Fehler. Aber wir haben ja eh noch nichts zum Kochen. Ein Campfire reicht zum Kochen gerade, ne? Du hast recht, wir starten mit einem Campfire. Wobei, wir haben ja den Raum schon und wir brauchen... Campfire baue ich immer gerne, weil die auch Hitze machen. Dann würde das hier drinnen zu heiß werden. Wir haben hier drin 17 Grad. Wenn ich da ein Campfire reinknall, dann wird das zu warm. Deswegen bauen wir direkt... Erstes Möbelstück, wir bauen, bei Produktion ist das, den Electric Stove, der kocht wird hier. Ups, was war das? Kurzer Hakler. Der wird hier gekocht. Hier wird gekocht. Die sind ja ziemlich groß, 6x6. Eins, zwei, ja, doch. Ich würde nämlich hier dann gerne den Kühlschrank ranbauen. Weil ich hätte das immer gerne in der Nähe der Felder. Wobei, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass wir später hier... Ach, ich habe keine Ahnung, wo wir später Felder anlegen. Komm, wir bauen das jetzt. Wir können das ja auch umstellen. Es war früher so, dass man nicht alle Tische und Möbelstücke verschieben kann. Mittlerweile kann man das bei 90% der Dinger. Ein Butcher-Table muss natürlich auch direkt daneben. Holz wird geholt. Ich denke mal, die setzen das gleich um. Ohne Generator. Ja, du hast recht, der Generator, den wollte ich auch bauen. Und nehmen wir die Windturbine. Können wir uns auch direkt leisten. Astrein ist das jetzt natürlich diesen Platz, den wir hier am Anfang noch nicht nutzen können. Könnten wir jetzt mit der Windturbine hier bespielen. Wir machen das mal...
Hier hin, okay. Hier unsere Windturbine. Wenn nicht vergessen dürfen, ist denn aber auch zu sagen, dass hier die Bäume weg müssen. Die dürfen natürlich nicht im Weg stehen. So, wunderbar. Der steht auch noch im Weg. Und weil der so dicht dran... Ach nee, haben wir schon. Okay, wunderbar. Können wir Strom verlegen? Stromleitung verlegt. Beziehungsweise zumindest die Anweisung gegeben. Butcher Table ist gleich fertig. Können wir direkt sagen. Soll losgehen. Alles butchern, was uns unter das Hackebeil kommt. Wer ist hier Butcher Number One? Linda. Okay. Linda, du hast wahrscheinlich auch gerade Zeit. Wenn du fertig bist damit, bitte butchern, ja? Machst du danach. Und das Essen hier bitte auch mal. Das dürft ihr doch nicht beim Gefangenen rumliegen lassen. Wisst ihr, was wir auch machen? Wir sagen jetzt hier, das ist unser neues Gefängnis. Hier oben links. Dann ist dieser Raum nämlich kein Gefängnis mehr. Und ich hoffe, irgendwer bringt den gleich rüber. Sollte gleich passieren. Gucken wir mal. Ah. Ein Campfire reicht bei der Größe nicht zum Heizen. Ah, oh doch. Also klar wird das nicht so mega heiß, aber das wird hier garantiert 5 Grad heißer. Und wir wollen ja ungefähr die 21 Grad halten. Und wir haben tatsächlich hier die 21 Grad. Draußen sogar 26 Grad. Also es ist eigentlich eher warm als kalt. Überdurchschnittlich warm. Und deswegen will ich keine Wärmequellen drin haben. Ich mag das Campfire auch ziemlich gerne, aber nicht, wenn es warm ist. Das würde schon ein paar Grad hier das Ganze auf. Guck mal, wir haben jetzt schon 22 Grad hier drin. Ich habe ja auch hier... Und du siehst ja, das ist schon gelb. Grün ist eigentlich gut. 21 Grad ist grün. Das hier ist die erste Stufe gelb, glaube ich. Hier haben wir 24 Grad. Nee, da wollen wir eigentlich kein Campfire haben. Habt ihr schon gebutschert? Nee, ne? Oder doch? Doch, ihr habt schon gebutschert. Guck mal, wir haben 53 Fleisch und auch schon, ja, das Leder. Unser Gefangene wurde rübertransferiert. Und ja, was sagt ihr dazu? Baust du eine Art Gewächshaus? Temperatur und entsprechenden Lampen? Müssen wir mal gucken. Mache ich auch immer sehr gerne Gewächshäuser bauen in kalten Gefilden. Hier brauchen wir nicht mal ein Gewächshaus. Wir sind hier in warmen Gefilden. Wir brauchen uns nicht um die Temperaturen, auch nicht um Gewächshäuser eigentlich kümmern. Wir müssen mal schauen, ob der Winter durchgehend warm ist. Ich schätze mal nicht. Wahrscheinlich bauen wir doch noch ein, zwei. Denzel, die Brocken müssen weg. Nee, die müssen nicht weg. Die müssen nicht weg. Die werden den Windfluss hier nicht beeinträchtigen. Neuerdings ist es auch so, dann sagt euch das Spiel sogar, was hier im Weg ist. Da müsst ihr einfach nur hier raufklicken und dann seht ihr, der Eichen. Die Eiche ist das, was hier den Wind blockiert. Und da ist die Eiche. Und wenn die weg ist, wird es wahrscheinlich diese Eiche sein oder dieser Willow Tree. Sehen wir gleich. Aber die Steine werden es nicht sein. Bau das Ding um. Und jetzt ist es der andere Baum. Okay, dauert ein bisschen, dann haben wir Strom. Vom Timing her sind wir ganz gut. Denn jetzt gerade wird erst auch das Ding fertig. Eine Batterie wäre nicht schlecht. Die müssen wir erst erforschen. Und da fällt mir ein, was ja auch sehr wichtig ist. Vielleicht schnell mal den Forschungstisch. Ganz schnell mal, ohne große Überlegung. Das Ding braucht man einfach. So. Pflanzen werden ganzjährig wachsen, sagt Schmolle gerade. Können wir das nicht sogar hier nachschauen? Im Nachbarfeld haben wir das ganze Jahr die Möglichkeit anzubauen und mal gucken, ob es überhaupt unter Null fällt. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, immer noch ein Baum im Weg. Wir haben fast 200 Holz und das sieht gut aus. Dann bau bitte das Teil. Wer ist denn jetzt unser...
Wisst ihr was? Jetzt hatte ich ein bisschen Zeit zum Überlegen, was wir mit Jason machen. Und mal ganz ehrlich, an euch gerichtet die Frage. Meint ihr nicht auch, dass wir erstmal, wir brauchen so 5 Leute, damit die Basis flutscht? Weil jetzt geht's ja los. Einer wird jetzt die ganze Zeit kochen. Der andere wird... Wir haben zu wenig Leute. Ich will... Oder wollen wir die... Ich meine, wir haben es ja gesagt, wir sind böse. Und böse muss ja nicht auch immer gleich klug sein. Entnimm ihm die Organe, das gibt den größten Malus. Weil jedes Organ, das wir entnehmen, einzeln einen Malus gibt. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Das machen wir später. Wir müssen ja auch noch eine Fallhöhe schaffen. Also, es muss ja noch richtig, da muss ja noch was nach oben hin offen sein später. Und ich hoffe. Also wir machen das später, würde ich sagen. Lampen in der Küche. Ja, ihr habt recht, ihr habt recht. Guck mal, wir haben jetzt den Forschungstisch fertig. Aber ich glaube, wir machen jetzt mal kurz eine Werbung lieber. Und dann drücke ich hier auf Pause, damit ihr nichts verpasst. Ich werde mich um den Chat kümmern. Ich habe den aktiviert, YouTube und Twitch gleichzeitig. Schreibt mal rein eure Anregungen, die ich vielleicht umsetzen könnte. Kannst du ihn auf Kannibalismus trimmen? Fragt der Sachiko. Nee, das geht leider nicht. Da gibt es bestimmt einen Mod für, aber nee, das haben wir nicht. Denzel, nimm ohne Wand, Überdachung, Waterproof-Leitung. Fackelt anfangs nicht so viel ab. Ach, du meinst die Stromleitung? Für Worte, die sind richtig teuer. Brauchen wir denn nicht sogar hier das super Spezialmetall? Ach nee, die sind auch günstiger geworden. Die kosten nur 3-mal so viel. Waterproof. Ach was. Oder Heavy Conduit, der war teuer. Na gut, komm, ich guck weiter in den Chat. Ihr habt jetzt kurz 5 Minuten frei, ja? Aber wehe, kommt zu spät. Gleich sehen wir uns wieder. Pünktlich, okay? Ja, viele, viele Tipps. Denzel, du solltest die Brocken im Gebäude wegtragen und vielleicht einen Boden einbauen, so ist die Gefahr eines Zusammenbruchs niedriger. Ja, das ist vollkommen korrekt. Boden bauen ist aber eine sehr aufwendige Sache. Die Brocken wegtragen, da stimme ich dir zu. Boden bauen ist nicht unbedingt das, was man als allererst... Ja, doch, kommt drauf an, wie ihr spielt. Bringt eine Menge Boost für die Laune, Boden tatsächlich. Gucken wir mal. Oh, dann haben wir hier... Boden und Nachttisch in den Schlafzimmern hilft wirklich viel, sagt Shade Blast, hast du vollkommen recht, ist nur sehr holzintensiv und wir haben nur 3 Leute. Jetzt so einen ganzen Regenwald abholzen an einem Nachmittag ist da nicht unbedingt drin. Das brauchen wir nämlich, wenn wir jetzt 4 Zimmer oder, naja, 3 Zimmer mit Tischen und so weiter ausstatten wollen. Aber das werden wir recht zeitnah machen, denn Holz ist im Überfluss da, nur die Zeit, das Ganze zu hacken, ne? Die haben wir nicht unbedingt. Batterie brauchst du jetzt noch nicht, konzentriere dich eher auf eine Kühlung und Sicherheit, sagt Urin im Blut. Ja, da magst du recht haben. Aber Batterien können wir eh noch nicht bauen, da müssen wir erst erforschen. Das ist ja jetzt seit 1-2 Patches auch so, die hat man nicht von Anfang an. Erst ein Organ entnehmen, um es ihm zu servieren. Das geht leider nicht, Sachiko. Die Organe kann man nicht essen so. Gibt eine coole Kühlschrank-Mod für RimWorld, okay, interessant. Was haben wir denn noch? Der Hobbit-Teufel hätte auch gerne einen Nachttisch. Ah, danke, Bell. Danke, Bell bringt mir gerade. Was ist denn das für eine geniale Einstellung? Die habe ich noch nie gesehen. So sehe ich von der Seite aus, oder? Habt ihr 3? Seid ihr noch ganz dicht? Wo habt ihr das Geld her? Aber, ja, guck mal, die gefällt mir. Die ist ganz lustig. Da sieht man das mal aus. Sieht man irgendwas, was man nicht sehen darf? Nee, hier ist doch nichts, was man nicht sehen darf, ne? Alles gut, wo ist die? Da ist sie. Okay, Sekunde, ich mach mir kurz... Die Belle ist lieb. Ich war gerade an der Kaffeemaschine. Wir haben so einen Automaten. Kaffee kommt ja heutzutage aus Robotern. Und, der hat nicht funktioniert. Die ganze Zeit knatter, knatter, knatter gemacht. 2 Minuten. Und ich sag zu Belle, oh, Belle. Oder Belle hat selber angeboten, weil ich wieder hier rein musste und weiter den Chat lesen wollte, dass sie mir das fertig macht, weil der Roboter gerade sich entschieden hat, sich selber zu reinigen. Was ja ganz schön ist, dass sie das machen. Aber wieso sehen unsere Kaffeemaschinen denn aus wie der letzte Dreck, wenn die sich selber reinigen? Verstehe ich nicht. Das ist wahrscheinlich Definitionssache. Wahrscheinlich sind Roboter da anders als Menschen. Naja, lass mal gucken. Was geht hier? Ich wollte noch... Ach, ich habe jetzt wirklich eine ganze Menge Chat gemacht, mal, oder? Ja, ich trinke mit viel Zucker. Ist euch aufgefallen, ne?
Das Ding ist, ich trinke Kaffee halt nur wegen seines Koffeineffekts, nicht wegen seines Geschmacks. Wobei mittlerweile mache ich das so, dass ich darauf konditioniert bin und das quasi. Ja, wahrscheinlich lüge ich mich selber an. Ich mag Kaffee tatsächlich mittlerweile. Besonders wenn er warm ist und keine Stückchen hat. So, weiter geht's. Wir waren mitten in der Nacht und was ihr gesagt hattet, wir sollen Lindas Aufgaben nochmal überprüfen. Und ihr habt vollkommen recht, das ist noch nicht ganz richtig, aber es liegt auch daran, da wir zu wenig Leute haben. Hier sind noch einige Dinge doppelt besetzt, aber das funktioniert so nicht. Koch, Konstrukteur und Grow, nee, das geht so nicht. Koch hier weg. Du bist Koch. Philipp? Konstrukteur, Hand, Grow. So machen wir das, okay? Lassen wir es erstmal so. Später stellen wir das nochmal um. Okay, es ist schon wieder spät. Wieso ist das so dunkel? 21 Uhr, ihr geht bald ins Bett. Kann das sein? Ja, hier steht das. Das ist übrigens auch ein Bildschirm. Der ist in diesem Spiel drin. Und ich benutze ihn nicht. Man kann hier die Tageszeiten festlegen, aber früher habe ich immer komplett unrestricted gespielt, dass sie gar keine festgeregelten Zeiten hatten. Das war dann ein bisschen chaotisch manchmal. Ich habe gemerkt, es ist ein bisschen effektiver, wenn die alle zusammenarbeiten. Plus, dann kann man die Nacht auch einfach mal überspringen und muss nicht wegen einem dann am Ball bleiben. Keine Ahnung, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Nebenbei mal ganz kurz, wisst ihr was? Dieser Jason, der sieht da halt auch echt irgendwie lecker aus, ne? Zudem hat er ein lila Hemd an. Er hat es halt auch mega verdient. Ich meine, ist er selber schuld, oder? Mit einem lila Hemd? Ganz ehrlich, was erwartest du da? Da kannst du doch nicht über die Tür gehen, oder? Na los! Essen oder überreden? Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden. Eigentlich, wir haben gesagt, wir sind böse, also machen wir eigentlich böse, oder? Wir kriegen ja noch von selbst Leute. Ja, guck mal. Lang sagt, dass Jason es echt verdient hat. Hat halt auch ein Y drin, meint er deswegen. Ja, ja. Wisst ihr was? Wir haben verschiedene Optionen hier beim Prisoner. Essen ist da nicht mit bei. Recruitment Difficult Resistance 21 Remaining. Das würde eh eine Weile dauern. Wir essen den, oder? Wie lange braucht der Reis noch? Ich will das jetzt. Also unser erstes Mal soll dann ja auch zwei Komponenten mal mindestens sein, oder? Reis braucht noch ein bisschen. Jason kriegt noch einen Tag. Kriegt noch einen Tag. Wir werden mal diese Nacht hier vorspulen. Es ist 2 Uhr nachts. Die Zeit läuft ratzfatz. Gleich ist morgens. Okay, ihr wollt ihn alle essen. Ich sehe schon. Gut, dann essen wir ihn gleich. Wollen wir ihn zum Frühstück essen? Lass uns direkt loslegen. Oh, warte, Sekunde, ich werde abgelenkt. Ein Häschen hat sich selbst gezähmt. Hä? Hier drin? Das hat sich wahrscheinlich reingebuddelt. Das hat von unserem Laden gehört und ist von weit her, aber ist ja süß. Wir haben ein neues Häschen. Aber wir sind böse und schlachten es sofort. Denn erinnert ihr euch, was das letzte Mal mit unserem Häschen passiert ist? Unsere Leute haben davon immer noch ein Trauma. Wie hieß Violet, hieß, glaube ich, unser super Kuschelhäschen. Und deswegen sieht das einfach nur mal so aus. Nee, noch hat keiner Lust. Sekunde. Der erste, der hier reinkommt, wird halt einfach. Warte mal. Seht ihr da? Ach so, ich dachte, er schlachtet sich gerade selber. Habt ihr das gesehen? Nee, es frisst nur Gras. Alles gut. Kann irgendwer mal. Das ruft nämlich einfach nur böse Erinnerungen wach, wieder ein Häschen. Wenn hier einer reinkommt und das sieht, dreht sofort durch. Nee, das muss geschlachtet werden. Oh, das haut ab. Tier, bleib mal zu Hause hier. Darfst nicht frei rumlaufen. Albert kümmert sich um dich. Ja, der böse Albert. Erstmal zum Frühstück ein Häschen vernichtet. Fiese Sau. Ist das eigentlich irgendwas auf die Laune? Nee. Das machen die so mit Links. Das Registrieren hat er schon vergessen, dass er gerade ein Häschen ermordet hat. Also, wir können kochen. Wir haben Strom.
Wir müssten mal ganz kurz ein Research Project. Drogen herstellen gehört natürlich auch zum. Jawohl, das hatte ich ganz vergessen. Wir wären ein Drogenproduktions. Eine Drogenproduktionsstelle aufziehen. Eine richtig schöne, moderne. Wir werden alles anbauen. Psychoid. Und Psychite. Wake Up, Go Juice und Penoxycillin. Weiß gar nicht, ob man das selber machen kann. Ah doch, ja klar. Hier kann man es ja erforschen. Wo sind die Batterien? Erforsche ich als erstes. Die finde ich praktisch. Zeit läuft und wir haben zwei neue Lovers. Zwei Kannibalen-Dudes. Kannibalenliebe. Ham, ham, ham. Lass mal gucken, wer ist denn. Ja, klar, Linda. Albert mit Linda. Ihr beide. Ihr mögt euch. Linda steht auf Albert und Albert steht auf Linda. Okay. Ja, ja. Gemeinsame Interessen, reden gerne über Tiere. Und haben ein sehr tiefes Gespräch über Kannibalismus geführt. Oh, haben sie sich dabei. Oh Mann, da ging's denn los. Ja, ja, Kannibalismus bringt die Welt zusammen. Hm. Ah. Ist das nicht ein probates Mittel gegen Überbevölkerung auch irgendwie? Ich weiß nicht. Schwieriges Thema. Ich esse gern Kühe. Aber die machen auch einfach mal so viel CO2, ne? Sagen die immer im Fernsehen. Was soll man da machen? Naja, hier läuft's auf jeden Fall. Wir machen Strom und es passiert nichts. Wir müssen uns jetzt mal ganz kurz entscheiden. Ah ja, wir brauchen ein Hufeisenspiel. Sagt gerade, wer hat das gesagt? Schmolle, du hast vollkommen recht. Hufeisenspiel muss mal ganz kurz hier hingepackt werden, damit die Leute auch ein bisschen Spaß haben. Und es wird geforscht. Und jetzt wird Jason gegessen. Pur. Warte mal. Aber kochen tun wir schon, oder? Oder wollen wir die roh essen? Nee, wir kochen die. Das ist ja eigentlich noch härter, wenn man die kocht. Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht für einen Kannibalen. Ist einer im Chat von euch Kannibale? Kann man das. Ist das gesellschaftlich akzeptiert? Kann man das. Ihr seid ja anonym. Im Chat könnt ihr das ruhig schreiben. Ist da einer bei? Guck mal hier, Freiheit ist mir wichtig. Welches Stückchen ist das Leckerste? Und kochst du oder isst du lieber roh? Geht auch roh, sagt Xotxio. Hm. Da ist eine ganze Menge Kannibalen im Chat. Aha. Medium rare. Die Wade ist mega. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn sie gut ausgebildet ist, so noch mit dem Fuß dran und dann so wie bei Asterix und Obelix. Naja, komm. Lass uns mal hier weitermachen. Es regnet in Strömen und Jason bekommt jetzt den Exekutionsbescheid. Tut mir leid, Jason. Weißt du was? Oh, er zückt schon direkt das Messer. Ich hab Kommando zurück. Noch nicht. Vorher müssen wir ihn ausziehen. Das ist ganz wichtig. Denn die Klamotten ziehen wir nur an, wenn Jason nicht tot ist. Deswegen. Ihr wisst warum. Wenn wir die Klamotten von Jasons leblosen Körper entfernen, dann will die keiner mehr tragen. Jason, hör auf, die Hose wieder anzuziehen. Bist du. Jason wieder ausziehen. Wisst ihr was? Wir machen das folgendermaßen. Wir machen das ganz perfide. Wir machen das so. Wir betäuben ihn. Können ihn doch erstmal kastrieren. So machen wir das. Wir hängen uns die Balls an die Wand, um auch so ein bisschen Buch zu führen. Alles klar, wir. Weil sonst wird das nichts mit den Klamotten. Jedes Mal, wenn wir ihn ausziehen, zieht er sich wieder an. So, also bitte irgendwer. Wer ist denn hier der Anästhesist? Alle. Keiner kann es so richtig, aber egal.
So, guck mal, das ging aber auch ratzfatz. Jason wird jetzt gestrippt. Und dann kriegt Jason das auch. Jason hat im Grunde seine letzten Momente gelebt. Jetzt ist er betäubt. Der wacht nicht mehr auf. Es ist grausam. Es ist richtig grausam. Aber manchmal muss man das auch mal ausleben. Ich mache das auch so ein bisschen prophylaktisch für euch, dass ihr nicht irgendwann mal durchdreht oder so. Jeder muss mal, braucht so ein Ventil. Und das sind so Sachen wie diese hier. Linda und Philipp spielen im Regen Hufeisenspiel. Wie romantisch ist das denn? Und dann kommt Albert und Linda und oh, jetzt ist unangenehm. Und da halten die sich auch. Irgendwie will sich keiner mit Albert unterhalten. Doch, über Politik. Linda und Albert haben sich gerade über Politik unterhalten. Ja, wunderbar. Partycrasher, Cockblocker, Albert. Gerade so süß. Na gut, und ein kleines Hufeisenturnier am Start. Die Laune sollte hochgehen. Wir sehen das hier. Recreation hier, Recreation da. Wunderbar. So, Jason, du bist betäubt. Wir haben dich ausgezogen. Also, execute. Up, 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 hast du ein Glück, Jason? Da hat's gepupst. Habt ihr es gehört? Raid. Merp. Und da kommt. Wer ist das denn? Tra. Warte mal, was ist das für ein Buchstabe da in der Mitte? Ein N. Tranen. Hier steht's auch nochmal. Alles klar. Was geht bei dir, Tranen? Du kannst ja gar nichts. Du bist aber blutlustig. Du würdest ganz gut zu uns passen. Du magst keine Frauen und bist ziemlich nervös. Kannst nichts außer Medical. Ein bisschen Plant, ein bisschen Melee. Den essen wir auch. Er hat Bier dabei. Komm zu uns. Komm zu uns. Er kommt ganz von alleine. Ist er wirklich nackt oder hat er wenigstens... Nee, er ist bewaffnet mit einem hölzernen Knüppel und sonst nichts. Kommst, also Jason hat echt Bock. Glück, sage ich. Er hat echt Glück. Trotzdem bleiben wir bei dem Plan. Jetzt aber final. Jetzt nehme ich das nicht mehr raus. Jason, tut mir leid, Philipp. So schnell ging das. Ich wollte es genießen. Nee. Oh Gott. Wir brauchen Platz halt. Wir haben nur einen Gefängnisraum. Der nächste Typ kommt ja schon. Ist er schon da? Nee, ne? Das dauert doch, bis du da oben ankommst. Wo bist du? Wo willst du denn hin? Bist du dumm? Mal ein bisschen spulen. Was macht der? Will der sich erst... Ah, der wartet und macht einen Plan. Der wartet und macht einen Plan. Gut. Kein Ding. Kein Ding. Wir müssen jetzt mal ganz kurz unseren Kochauftrag erteilen. Und zwar ist das vollkommen okay. Ich muss gar nicht... Ich sag einfach alles. Wir essen nicht nur Menschenfleisch. Wir essen vielleicht später auch Spinnen- und Insektenfleisch. Wobei, das ist eigentlich eine ganz andere Chose. Mal gucken. Animal Products. Alright. Das sieht gut aus. Hättet noch ein bisschen... Die Beweise werden vernichtet. Die hat er sich selber zugefügt hier. Diesen Stich in die Niere. Wo gehst du jetzt hin, Linda? Philipp kocht jetzt erstmal scharf. Ist in Ordnung. Koch erstmal scharf. Keiner hat Lust zu butchern. Need material? Cannot butcher creature. Need material. Ah, warte. Wahrscheinlich haben wir auch hier. Machen wir ganz kurz rein. Human-like corpses. Jawohl, jetzt haben wir's. Das hat noch gefehlt. Philipp, schmeiß mal das Fleisch hin. Viel wichtiger ist unser Kannibalistenplan hier. Los geht's. Mensch, okay, aber Spinne, irgendwo muss man Grenzen ziehen, sagt The Real Hohoho. Ja, ich werde angegriffen, ich vergesse das nicht, sagt Urin im Blut. Dürfte gleich nochmal eine neue Meldung kommen, dass der Typ gleich los... Ach, er steppt schon los. Ja, gut, danke für die Erinnerung. Da kommt er, aber der Typ mit seinem Knüppel alleine,
Wir haben doch hier gerade viel Wichtigeres zu tun. Wir schlachten gerade Jason. Ehemaliger Künstler, jetzt Cevapcici. Und wird direkt gekocht. Philipp schnappt sich das. Frischer geht's nicht. Mega lecker. Wunderschön filetiert hier. Ganz ehrlich, ihr müsst zugeben, so wie das aussieht, das sieht mega lecker aus. Auch wenn das Jason-Fleisch ist. Oh ja. So, der Typ ist übrigens da und prügelt auf unseren Holzstock ein. Tranen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir dich essen sollten oder ob wir dann auch so blöd werden wie du. Aber macht nichts. Komm, Abbruch, wir verprügeln dich. Und zwar, Gewehrtante hierhin. Nee, warte, Gewehrtante dahin, Pistolen. Typ dahin. Muss Philipp gar nicht einschreiten. Wunderbar, dass wir ihn nur bewusstlos geschossen haben. Stark am Bluten. Ist ein Alkoholiker. Relativ hohe Alkoholtoleranz auch schon. Dann, ja. Revolver hat ihn ziemlich erwischt. Am Torso. Linkes Bein, rechtes Bein. Und ich würde sagen, das ist gut. Gefängnis ist frei. Da liegen zwar noch die Klamotten von Jason, aber Philipp mit seinem Lieblingsmesser bringt den Tranen jetzt rein. Bei Gelegenheit bringt ihr das auch rein und ihr macht, was ihr wollt. So, nächster Gefangener. Jetzt geht ihr Hand in Hand. Die sprechen sich auch ab. Die kennen das schon. Albert kippt sich erstmal einen hinter die Binde. Na, was macht das zur Laune? Wunderbar. Oh, hier, guck mal. Wir werden Alkohol und Drogen anbauen. Wenn sie uns so richtig besoffen. Wir werden nur besoffen und auf Drogen handeln. Wir werden uns richtig. Boah, das wird ein mega Party. Ich glaube, auf Drogen ist das hier auch alles einfach zu ertragen dann. Er wird jetzt verarztet. Denn ansonsten wäre er ja uns in wenigen Stunden verblutet. Er wird uns verarztet, ohne dass wir... Wir machen das nur mit Reiki und Handauflegen. Wir benutzen keine Medizin. Die sollten wir übrigens auch früher oder später mal anbauen. Und ich glaube, wir werden den direkt... Wir haben die anderen jetzt gar nicht kastriert, ne? Aber ist auch Quatsch. Das kennt ihr, ne? Wir können sein Geschlechtsteil austauschen. In ein, wie sagt man auf Deutsch? Das ist eigentlich auch, das ist die, nee, ich meine, wie würdet ihr jetzt direkt, wo steht denn das nochmal? Basic Reproductive Organs steht da. Gemeint ist ja damit, es wird ein Stock dort anoperiert. Und das ist gemeint mit Basic Reproductive Organs. Das sieht man auch hier, wenn man aufs i geht. Das Ganze braucht nämlich nicht nur ein Medizin zur Betäubung, sondern auch ein Wood. Oh, Cargo Ports, mega wichtig. Da sind sie. Was haben wir gefunden? Bloofers. Ist das weit weg? Ach, geht. Holen wir. Bei nächster Gelegenheit. Okay, den Leuten geht's gut, Essen ist da, alles wird gekocht, Strom fällt gerade aus, weil kein Wind herrscht. Wir sehen das hier, Strom wird wieder aktiviert, Wind wird immer stärker, wunderbar. Brauchen wir aber gerade gar nicht. Wir könnten trotzdem mal, wisst ihr was, Licht schon mal rein.
Ja, wir machen das so. Strom wird hier hochgezogen. Dann können wir tatsächlich da mal drei Lampen rein. Das ist ein Floodlight, das wollte ich gar nicht. Das ist falsch. Ich wollte eine Standing Lamp. Können wir ja später auch verschieben. Was ich gerade schade finde, der Raum ist zu groß, als dass ich es hier hinstellen könnte. Da müssen wir... Ne? Müssten wir jetzt hier zwei Felder Stromkabel in den Raum reinlegen. Oder wir kommen von oben, wenn wir Strom hier langlegen. Vielleicht später machen wir das dann so. Aber sieht gut aus, die Sonne geht auf. Die Leute stehen gleich auf. Tranen ist verarztet. Unser Lager ist wahrscheinlich voll, fällt mir gerade auf. Deswegen der Kram nicht mehr abtransportiert. Wo wir gerade dabei sind, würde ich gerne auch den Stonecutter's Table schnell mal bauen. Mach das mal schnell, ja? Weil diese ganzen Stones, die wir haben, die müssen weg. Das hattet ihr auch schon gesagt. Ich habe auch schon eine Idee. Wir machen das mal so, wir sagen hier... Entschuldigung, aber wir machen das mal so, sagen, das hier ist der Bereich, in dem wir... indem wir diese Chunks lagern. Wunderbar. Und zwar... So. Und jetzt werden alle Chunks dahin transportiert und dann muss der Stonecutter auch nicht zu viel arbeiten. Da geht's schon los. Albert startet, hat den Raum freigemacht. Und wir können mal hier das Beauty-Display einschmeißen. Und ihr seht, diese Steine müssen weg. Minus 9 für so einen Stein macht den Raum richtig hässlich. Wenn die weg sind... Ja, ja, dann sollte das auf jeden Fall schon mal attraktiver werden hier. Okay, doppelte Geschwindigkeit. Ich würde gerne das mal bauen lassen. Vielleicht nebenbei sehe ich, habt... Was macht ihr denn? Ihr holt das jetzt, ne? Das heißt, ihr habt nichts Wichtiges zu tun. Danach könnt ihr gerne weiter ein bisschen Holz holen. Das brauchen wir unbedingt. Holz ohne Ende. Chopp mal hier alles weg. 180 Holz, damit kommen wir nicht allzu weit. Ah, okay, da ist wahrscheinlich was schiefgelaufen. Ja, also die beiden sind jetzt ein bisschen ausgeflogen, um unser Blufass zu holen, was vom Himmel gefallen ist. Wir spulen ein bisschen vor, dass wir die gleich wieder begrüßen können. Und mal schauen, wie schnell Linda ist hier mit der Lichtverlegung. Das klappt ja ganz gut. Schaut mal, es wird hell. Der Stonecutter's Table ist fertig. Ich mache direkt mal eine Bill rein. Alle Stoneblocks zu hacken, die es gibt. Und zwar forever. Können wir später noch suspenden, also aussetzen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt startet, weil die Leute, ihr seht, Stonecutten gilt als Crafting. Und Crafting ist prioritätstechnisch, wie ihr seht, hier relativ weit hinten und auch hier numerisch nur mit einer 3 vergeben. Das heißt, alles... Können aber alle craften. Du mit 5, du mit 10... Du mit 5. Nee, du kannst das schon enorm gut, Albert. Albert ist aber unser Hunter, Grower. Nee, wunderbar. Weil Grown ist ja eh eine saisonale Sache. Also lassen wir Albert das ruhig machen. Albert legt auch schon los. Wir müssen mal gucken. Temperaturtechnisch alles gut. Ist es vielleicht ein bisschen dunkel? Workspeed-Faktor ist aber in Ordnung. Dort seht ihr sonst, falls es zu kalt ist oder falls es zu dunkel ist. Guck mal, Linda hat direkt... Das passt ja gar nicht. Aber schön. Linda ist so ein Mädel, das steht auf Pink, hat sich direkt von unserem ersten Opfer das Oberteil geschnappt. Ihr kennt ja Frauen, ne? Wenn es um Klamotten geht, ist das scheißegal, ob da vorher eine Leiche drin war oder nicht.
So, okay. Also. Mach Busch und Bäume weg im Gang. Das Ding hier, ne? Den mal weg. Und. Da wir jetzt... Nee, so viel Holz haben wir tatsächlich noch nicht. Jetzt haben wir nämlich das Problem, guck mal. Philipp ist jetzt die ganze Zeit am Kochen. Albert ist jetzt am Hacken. Und Linda macht halt ihren Bäumehackkram und was sie sonst noch soll. Das sind zu wenig Leute. Es wäre natürlich jetzt auch super, wenn irgendwer was bauen würde. Zu viele Aufgaben, zu viele Leute. Ready to harvest. Komm, lass uns mal hier das Ding immer mitnehmen. Nur noch mehr? Ich sehe gerade keine. Hier das 70%. 99 nehmen wir auch mit. 97 nehmen wir auch mit. Gut, dann kriegen wir vielleicht sogar 3 Medipacks nochmal raus. Und hier wird jetzt Hase gekocht. Hier haben wir noch ein bisschen Jason. 62 Jason-Einheiten. Die werden wahrscheinlich gleich gekocht, wenn der Hase weg ist, ne? Also, bauen wir einen Kühlschrank. Damit das gute Menschenfleisch auch nicht verdirbt. Das wollen wir nicht. So, also 1, 2, 3. Dann passt da noch der Geothermalgenerator hin. Einen relativ großen Kühlschrank brauchen wir am Anfang eigentlich nicht so groß. Dann ist man immer in der Bredouille bei solchen Spielen, ne? Macht man es jetzt schön symmetrisch in die Mitte oder macht man es hier, weil da, als würde schon ins Gewicht fallen, die Strecke, dass er direkt von hier, aber Kühlschrank rein, raus, wenn er mal, das ist schon ein ziemlich viel längerer Weg. Dieses eine Feld, sind ja nur 3 Felder, die er gehen muss. Wenn er ein Feld mehr, ja, ich mach's trotzdem symmetrisch. Linda baut den Kühlschrank und Kühlschrank braucht selbstverständlich eine Klimaanlage, um das Ganze. Jetzt ist die Frage: Kühlschränke sind immer sehr interessant. Die kann man auch als Heizung nutzen, ne? Aber wir haben ja gesagt, es ist so warm. Wir wollen die warme Luft gar nicht bei uns im Gebäude drin haben. Jetzt muss ich aber eine Wand suchen, die später nicht auch noch mal. Nach hier wird es ja erweitert. Deswegen werde ich die. Kühlschränke gehören nämlich zu den wenigen Dingen, die nicht verschoben werden können. Und die kosten eine ganze Menge. Die will man eigentlich von Anfang an direkt richtig platziert haben. Die will man nicht nochmal umplatzieren müssen. Und hier baue ich doch garantiert auch nochmal was hin. Wobei, ha, ich hab's. Das hier muss eh unüberdacht bleiben. Wenn wir hier ein Dach drüber setzen, das ist ein Geothermalgeysir. Da kommt richtig heißer Dampf raus. Da ist er. Psch, hört ihr ihn? Und er ist richtig heiß. Das dürfen wir nicht überdachen, ansonsten haben wir ein Problem. Besonders wenn wir Holzwände haben, da brennen uns die Bude ab. Das wird so richtig, richtig schön heiß. Deswegen werden wir da eh kein Dach drüber haben. Also ist das die Wand, die kühlt. So. Kurz nochmal rüber geschaut im Chat. Keine neuen Tipps gerade. Die geht ein, wenn wir die da länger drin lassen. Lass mal versuchen, vielleicht kriegen wir bei 58, wenn wir Glück haben, kriegen wir da was raus. Ich denke zwar nicht. Da wird doch schon wieder Mensch gekocht. Lecker. Ja. Steine werden gekloppt. Wieso trägt hier keiner die Steine? Fühlt sich keiner zuständig? Nee, Linda. Tragen ist halt prioritätstechnisch natürlich nicht ganz so weit oben. Dementsprechend sind die Leute jetzt mit anderen Dingen beschäftigt, was ja auch gut ist. Denn da legt er jetzt erstmal das Dach an. Ja, macht das mal fertig. Macht eh keinen Sinn, das Kühlaggregat da einzusetzen, bevor das Dach oben ist. Dann wird morgen wahrscheinlich auch der Reis fertig sein. Und ich spule mal vor, dass das schneller funktioniert hier. So, Linda regelt das. Linda, leider gefailed. Probiert's nochmal. Holt das Holz, geht pennen.
Alle anderen gehen auch pennen. Das war ein langer Tag. Philipp ein bisschen später dran. Hast du den Brocken überhaupt den Wegtragenbefehl gegeben, sagt Charadine. Nein, weil das brauchen wir nicht, sofern, wie erkläre ich das? Das liegt an der Homezone. Das hier ist die Homezone. Alles, was in der Homezone ist, braucht keinen Wegtragbefehl hier, den meinst du, um in den dafür definierten Stockpile getragen zu werden, oder? Das Ganze werdet ihr sehen, wenn die Leute keine anderen Aufgaben mehr zu tun haben. Wenn einer anfängt zu haulen, also zu tragen, dann werdet ihr sehen, dass das so ist, wie ich gerade gesagt habe. Glaube ich. Nehmen wir jetzt gerade nämlich noch nicht. Ob ich das Hufeisenspiel neu gebaut habe? Nein, habe ich nicht. Muss ich unbedingt. Hast du vollkommen recht. Ohne Hufeisenspiel geht es hier richtig den Bach runter. Aus Holz. Hier. Danke. Das war Schmolle. Das ist nicht korrekt, sagt Shade Blast. Ja, kann sein, dass ich mich irre. Müssen wir gleich mal gucken. Oder? Gucken wir gleich mal. Ich glaube doch. Spulen wir für vor. Linda baut das neue Hufeisenspiel. Albert legt die Steine dahin. Weil ich gerade. Vielleicht habe ich doch Unrecht, oder? Testen können wir das, indem wir mal ganz kurz sagen, ihr seid jetzt alle die Superhauler. Holt mal, also tragt mal bitte Sachen durch die Gegend. Nee. Alles, was ich gesagt habe, war Quatsch. Oder? Ja, ich glaube schon. Ist ja auch egal. Dann machen wir das wieder weg. Dann habt ihr natürlich vollkommen recht. Dann machen wir das so. Dann tragen die das dahin. Wir haben hier 9 Felder. Wir geben den direkt. Ja, wir machen das so. Komm, alle. Das. Na gut, komm. Nicht unnötig verlängern. So. Strom ist nicht da. Wir wollten eine Batterie. Haben wir noch nicht erforscht. Und hier wird fleißig gepflanzt. Danach bauen wir aber keinen Reis an. Wenn ihr fertig seid, switchen wir um auf Kartoffeln. Komm, Philipp, bring das in den Kühlschrank. Ich glaube, unser Kühlschrank ist ja jetzt fertig. Nee, noch nicht ganz, aber wir können ihn langsam. Ha, jetzt weiß ich, was ich meinte. Was ich eigentlich sagen wollte, das trifft jetzt hier drauf zu. Das meinte ich eigentlich. Diese Steine werden jetzt keinen Hauling-Befehl benötigen. Alles mal ausmachen. Was brauchen wir? Also Rotten aus. Wir brauchen Fresh. Und zwar Foods. Knall einfach alles rein. Knall alles rein. Und außerdem bitte auch das Pflanzenmaterial für später. Und die Medizin. Wo ist die? Die muss da auch rein. Items. Medicine. Da ist die Medizin. Die Drogen müssen dann nicht rein, aber die Medizin hätte ich da gerne drin. Die Herbal Medicine. Die ist verderblich. So. Psychic Thews. Okay. Alle Mädels haben gute Laune. Sagt uns das. Das ist immer ganz schön. Was sagt denn Linda dazu? 16 plus. Uiuiui. Wow, das gibt ja sogar 15 plus, wenn wir das. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, dass der Malus wegfällt, wenn wir Menschenfleisch essen. Aber wenn wir Kannibalen sind, gibt es ja sogar ein Plus.
Ja, die Meinung über ihren Lover Albert liegt aber nur bei 9. Ist das viel? Hm. Someone was executed. Minus 5. Ja, okay. Oh, es ist nur noch ein Stück Jason da. Seht ihr, das ganz kleine Jason-Stück. Kleiner Haps. Mann, wir brauchen neuen Kram. So, hat er jetzt eigentlich... Was hat er gegessen? Ich glaube, der hat kein Menschenfleisch abgekriegt. Und wieso ist das nicht fertig? Das kann ja nur bedeuten, wir haben zu wenig Stahl. Wir brauchen Stahl, Leute. Der Kühlschrank, der muss hier mal fertig gemacht werden. Das geht so nicht. Könnt ihr mal bitte hier das Ding wegmachen, okay? Das ist Stahl, Ast rein. Den Platz können wir vielleicht eh früher oder später gebrauchen. Linda holt jetzt noch mal. Zack. Was ich mich gerade frage, wie haben sie ihn denn betäubt, den Jason vorhin? Wir haben ja eigentlich gesagt, man braucht zum Betäuben ja schließlich irgendeine Form von Medizin. Und wir hatten, als wir ihn betäubt hatten, gar keine Herbal Medicine. Und die hier war verboten. Haben sie ihn mit einer Kopfnuss betäubt oder wie? Müssen sie ja. Na gut. Ja, wir sind böse. Wie sonst? Wir betäuben mit Kopfnüssen. Ist viel nachhaltiger auch. Nicht diese gute Medizin verschwenden, oder? Mit einem Knüppel? Das könnte auch sein, ja. Aber er hatte gar keinen Knüppel dabei. Knüppel an Kopf. Genau, so läuft das. So, gucken wir hier mal rein. Es wird gekocht. Wisst ihr was? Wir haben eigentlich... Nee, 3 Mahlzeiten ist jetzt nicht so viel. Auch hier sind sie. Ja, tracht das mal da rein. Und zwar müssen wir hier noch ganz kurz sagen, dass die Priorität höher ist als da drin. Und dann wird alles hier reingebracht. Wunderbar. Eisen kommt denn auch. Albert ist schon dabei. Dann steht der Kühlschrank. Ich kann die Temperatur noch nicht einstellen. Da müsst ihr mich definitiv dran erinnern gleich, wenn der fertig ist. Das vergesse ich so gerne, die Temperatur hier einzustellen. Und dann leg ich... hier direkt nochmal das nächste Feld an. Weil man kann gar nicht früh genug damit anfangen, diese Heal Root zu bauen. Aber da braucht man Stufe 8 für. Und niemand auf unserer Kolonie hat Stufe 8. Na gut, dann war das jetzt auch unnötig. Aber wenn einer Stufe 8 hat, das Feld ist schon mal da. Wunderbar. Hier wird gepennt, hier wird gehackt, hier wird getragen. Was ist mit dir jetzt? Du isst uns die Haare vom Kopf. Du warst ja irgendwie zu nichts Nutze. Aber du warst schon sympathisch mit deiner Blutlust hier. Aber irgendwie ist uns das Menschenfleisch ja jetzt auch schon ausgegangen. Seht ihr das? Wir haben Jason komplett aufgegessen. Auch das letzte Stückchen fehlt. Ich würde sagen, Zeit, den Tranen zu essen. Und du hattest ja von vornherein nichts an. Also müssen wir dich nicht mal betäuben, um dich auszuziehen. Wir werden dich direkt... Wir haben ja sogar mehrere Möglichkeiten, ihn zu... Das hier hört sich in... Ne? Also Sterbehilfe bei Cut. Hört sich ja ein bisschen menschlicher an, wenn man das so sagen darf, als exekutieren. Deswegen nehmen wir natürlich exekutieren. Das ist einfach eindeutiger. Ich denke auch, dass vielleicht bei einigen hier intellektuell wissen eigentlich manche Gefangenen gar nicht, was Euthanasie ist. Und das wäre natürlich ein bisschen unfreundlich, ihnen das anzukündigen und sie wüssten gar nicht, was ihnen bevorsteht. Deswegen sagen wir Exekution, da wissen die meisten Leute, was mit anzufangen. Oh, ein Meteorit ist gelandet. Schaut mal wo, das ist meistens interessantes Metall. Wir haben Pech, es ist nur Silber. Das ist somit das Lämste, was vom Himmel fallen kann. In der Werbung war auch die Frage, ob ich die Dinosaurier-Mod habe. Selbstverständlich. Mega geil, Dinosaurier-Mod. Ich habe sogar 2 Dinosaurier-Mods, glaube ich. Oh, eine Spinne, wie ist die denn gestorben? Ja, der Diplodocus hier hat sie wahrscheinlich bisschen angeknabbert. Hier ist das Spinnennest. Was ist da drin?
Nix. Oh, da ist noch ein Büffel drin. Ein Mufflon. Könnten wir klauen? Müssen wir aber nicht. Wir essen lieber Menschenfleisch. Organe ernten, guter Robert Jörg, kommt später. Das können wir uns launetechnisch nicht leisten. Auch wenn wir Kannibalen sind, das Entnehmen von Organen bei Gefangenen schlägt trotzdem extremst auf die Lauge, auf die Laune. Und zwar, und da ist er, das haben wir jetzt ein bisschen. Und zwar mit jedem einzelnen Organ, und das machen wir später, wenn wir hübsche Schlafzimmer haben. Denn ihr wisst ganz genau, ohne hübsche Schlafzimmer lässt sich schwierig exekutieren. So ist das bei RimWorld. Also, pass auf. Albert chillt ein bisschen draußen beim Hufeisenspiel. Er wird jetzt gleich gekocht. Linda kümmert sich da nicht drum. Philipp ist unser neuer Koch. Bitte einmal butchern, wenn du da dein... Jetzt. So. Wird das gebutschert. Wir spüren vor. Und bei nächster Gelegenheit versuchen wir mal unsere Kolonisten auf 5, 6, 7 wäre vielleicht auch nicht schlecht, Mitglieder hier aufzustocken. Klar, jetzt haben wir erstmal Hunger, jetzt brauchen wir das Fleisch. Wir haben ihn auch gebutschert, da liegt er. Wird direkt verwertet. Reis und Menschenfleisch. Wir können ja mal schauen, ob wir vielleicht schon mal was Schöneres zaubern können. Zum Beispiel so ein nettes Essen. Sobald die Fähigkeit verfügbar ist, wird umgestellt auf lecker Essen. Holz wird eingesammelt. Wir haben viel Holz. Wunderbar. Hier hinten wird gekloppt. Ist denn der Da hat es kurz gehakt. Wo ist die Kamera hingesprungen? Wir haben eine Prisoner Rescue Quest. Wo sollen wir hin? Hier ist ein Gefangener. Können wir uns nicht leisten mit 3 Leuten. Dauert ewig. Müssen wir leider. Ist auch eh die falsche Quest. Wenn es eine Prisoner Eating Quest wäre, dann hätten wir es wahrscheinlich gemacht. Wollen wir das Spider Silk nehmen? 5 Stück. Damit können wir nichts anfangen. Das liegt denn nur. Brauchen wir nicht. Wo willst du hin, Linda? Linda geht spazieren. Im Sturm, bei 28 Grad draußen. Schöner Sommersturm. Oh, Linda schaut sich das an. Es wird gekocht, es wird gehackt. Jetzt kommt eine Hitzewelle. Kühlschrank ist fertig. Stellen wir den mal auf minus 7 Grad. Es regnet bei 30 Grad. Hier drin haben wir 27 Grad. Hier fällt es jetzt langsam. Was habe ich offen gelassen? Habe ich irgendwas offen gelassen? Minus 7 ist schon ganz schön kalt für einen Kühlschrank. Ja, das stimmt. Ich glaube, korrekterweise müsste ich auch Gefrierschrank sagen, ne? Wie viel hat Albert denn auf Mining? 4. Das ist natürlich nicht viel, aber auf der Schwelle zu 5. Und ja, es wird Nacht. Wir spulen wieder ein bisschen. Die Leute haben wirklich, ihr seht das, wie lange hier unser Reis draußen liegt. Der hat schon ein bisschen was von seiner Qualität verloren. Was noch mega dumm ist, das sehe ich gerade, dass Philipp das immer von hier holt. Da muss ich ihm einmal sagen, bitte trag doch den ganzen Kram bitte einmal schnell in den Gefrierschrank und lauf nicht mit für jeden Reiskorn einmal einzeln raus. Das kennt ihr. Das ist mega nervig. Aber jetzt geht er erstmal schlafen und wir spulen, spulen, spulen. Wer ist denn das? Wanderer Joints. Wer hat dir das denn? Oh, du bist aber attraktiv. Hallo, Wang. Hat Klamotten an. Wie alt bist du? 35. Mag Philipp nicht so gerne. Kann richtig gut schießen, schnell lernen, super immun, eine Nachteule, kann gut craften. Perfekt, Intellectual und Crafting. Wisst ihr was? Sie hat Intellectual 6. Wollen wir sie benutzen als Forschertante?
Weil Forschen ist etwas, da nimmt man quasi den Charakter komplett raus. Weil Forschen macht man 24-7, da müssen wir uns nicht drum kümmern, oder? Das macht doch der Regen, oder? Ja, da sollte nichts passieren. Wir stellen das mal kurz ein. Wang ist unsere neue Researcherin. Du gehst raus. Albert, du kümmerst dich lieber um wichtigeren Kram. Nee, Handen auch aus. Konstruieren auch aus. Groan, darfst du helfen, wenn du sonst nichts zu tun hast? Das gleiche gilt fürs Minen. Das gleiche gilt fürs Plan-Cutten. Ansonsten... Albert ist echt gut hier in den Handwerksfähigkeiten. Lassen wir mal so. Ja, so lassen wir das. Gut. Wang fängt an zu forschen. Ast rein. Guck mal, hätten wir das. Und wann geht das Feuer hier aus? Wir haben 33 Grad übrigens. Mal das Feld wieder freigegeben. Hier können wir gerne mal jetzt Kartoffeln säen. Aber gut, die Zeit läuft schnell nach vorne. Hallo Hans Wurst. Shade Blast sagt, Alter, ist die gut? Wen meinst du? Wang, findest du die gut? Ist ganz in Ordnung, ne? Also drei Dinge, mit denen man was anfangen kann, ist schon ganz okay. Und sie hat hier nichts super Böses. Also die kann man schon gebrauchen. Die ist echt ganz gut. Wang. Was, Sekunde mal, Wang. Ich muss noch mal zur Medizinprüfung. Alles gut. Du hast nur eine Narbe an der rechten Hand. Und jetzt gerade dein erste Nahrungsmittel hast du dir direkt eine Lebensmittelvergiftung geholt. Macht nix. So, diese Steine werden langsam abgetragen. Also, Kühlschrank läuft. Kühlschrank bräuchte Strom. Brauchen wir Batterien. Eine saubere Kochumgebung soll helfen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir haben, ich meine, klar, was man dagegen tun kann, ist bekannt, nur wir haben nicht die Kapazitäten. Ihr seht, Wang und Albert wollen jetzt nicht putzen. Die beiden lernen sich gerade... Warte mal, mit wem ist Linda liiert? Mit Albert. Und Albert, das gibt's doch nicht, spielt jetzt einfach Hufeisenspiel mit Wang. Ja, aber wer nimmt's denn Albert übel? Die ist auch echt hot. Hä? So sieht Linda von hinten aus. Also Linda war ja mal ganz cool, aber als sie dann überging hier mit diesen modischen Fehltritten und ihrem rosa Oberteil, hat sie sich ein bisschen ins Abseits manövriert. Und deswegen ist wahrscheinlich Albert jetzt auch ein bisschen mehr von Wang fühlt sich angezogen. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie machen das Kannibalen? Nehmen sie das mit der Monogamie irgendwie sehr genau? Die scheinen doch eher locker drauf zu sein, oder? Eisen wird... angekarrt. Ja, wunderbar. Hier läuft's. Wir haben vier Leute und jetzt dürfte sich so langsam ein Tagesablauf einstellen, wo man dann nicht mehr so viel managen muss. Vielleicht noch einen Charakter und dann geht das Ganze. Hier, Albert legt los. Hier, dort wird gehackt, es wird getragen, es wird geforscht. Der Tagesablauf ist in Ordnung. Ich mach mal hier diese wunderschöne Observierungsperspektive. Ihr habt alle vier im Blick. Hier ist Wang, hier ist Albert, hier sind die beiden. Ich gucke in den Chat. Macht der Baum im Gang so langsam, fragt Hiri. Haben wir noch einen Baum im Gang? Hier baumfrei, wir haben gar keine Bäume mehr im Gang. Aber wenn der Gang versperrt wäre von einem Baum, und das ist hier der Fall, hast du vollkommen recht, sollten wir den schleunigst entfernen. Ja, das da, genau. Hier sieht man es nochmal, muss man sich vorbeiquetschen und dann... Ah. Und anscheinend dieser Busch auch. Gucken wir wieder in den Chat. Bei Kannibalen ist die Fleischeslust groß, sagt Nico Vega. Nicht schlecht. Night Owl umstellen. Oh ja, stimmt. Wir haben ja eine Nachteule. Wang war das, glaube ich. Unsere neue Nachteule. Und da sollten wir vielleicht mal Wang sagen, dass die machen kann, was sie will. Dass wir sie nachts nicht einpferchen. Du musst nachts nicht schlafen. Mach, was du willst. Neues Bett. Machen wir hier. Habt ihr vollkommen recht. Danke für den Tipp, Mr. Stivik. Neues Bett haben wir. Dann brauchen wir aber ein neues Gefängnis. Denn früher oder später
kommt wieder eine neue Nahrungslieferung. Und noch bauen wir die Gefängnisse hier hin. Wir werden später aber so einen dedizierten Gefängnisbereich aufbauen. Mit eigener Kampfarena und so. Das ist jetzt aber noch nicht der Fall. Ja? Machen wir das mal so. Dekonstruiere das mal. Bauen wir hier eine Wand rein. Setz da mal noch zwei Betten hin und dann sollte das geritzt sein. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne beim Bäumefällen hier helfen, dann geht das ein bisschen schneller. Ansonsten ist das ein fertiger neuer Abschnitt, den wir multifunktional nutzen können. Entweder als Bett für unsere Leute oder als Gefängnis für unser Essen. Hier unten, das Kartoffelfeld ist fertig gesät. Hier liegt immer noch der Reis rum. Die Leute, wir sind ein bisschen zu stark ausgelastet. Wir haben auch keinen, der das Stonecutting übernehmen kann. Das wäre schon relativ cool, wenn diese Steine hier weg wären, weil die sind echt scheiße. Das gibt richtig Minus auf die Laune. Wenn das Schlafzimmer nicht flutscht, ne, dann ist bei RimWorld aber echt nicht gut Kirschen essen. Gibt's schon eine Abfallzone? Ja, wir haben hier hinten eine Abfallzone, aber wir produzieren ja keinen Abfall. Wir recyceln ja alles, ne? Richtig lecker. Ah, wir müssen ein Doppelbett bauen für Linda und Albert. Wer hat das gerade gesagt? Ist schon mal hochgerutscht. Das war Schmolle. Ja, Schmolle sagt immer die guten Sachen auch, ne? Sachioko Chachibuchi sagt auch gerade Doppelbetten. Einmal auf Hauling stellen. Ja, wir könnten einmal kurz sagen, heute ist Hauling-Tag. Oh, Ambrosia. Wo sprichst du denn? Hier. Hier haben wir Ambrosia. Das ist recht lecker. Ist so ähnlich wie das Insect Jelly, ne? Kann man essen, mittelteuer verkaufen. Ist einfach schöner Boost, schöner Bonus des Ambrosia. Ist lecker. Freuen sich die Leute. Und unser erstes Gefängnis ist gleich fertig. Und weißt du was? Das hier müssen wir gar nicht bauen. Lindas Bett wird ein neues... Nee, hau ab. Was wollten wir machen? Hier sind sie. Doppelbetten. Zack. Doppelbett platziert. Wie ist die Qualität unserer Betten? Schlecht, 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 schlecht und awful. Was ist schlimmer? Pur ist schlimmer. Als awful. Okay, hier läuft's. Hier läuft's auch. Da ist diese Stromgeschichte noch nicht durch. Weng isst gerade was. Das mit dem Forschen dauert noch ein bisschen. Dann sehen wir den Fortschritt. Bang ist nun mal auch einfach nicht die klügste. Mit 6 und nur einer Flamme. Immerhin eine Flamme. Freue ich mich schon mal. Alles gut. Sag mal, Bang, du hast eine Waffe schon. Wunderbar. Alles klar. Dann sind alle bewaffnet. Dann haben wir hier einen kleinen Kühlschranktreff. Die essen alle. Ich spule mal ein bisschen vor, dass das hier vorangeht. Hufeisenspiel. Regen tritt ein. Philipp geht sein Geschäft nach in der Mine, in der Stahlmine. Wir brauchen das eigentlich gar nicht. Pass auf, ich mache jetzt hier auch mal Schluss an dieser Ecke. Das muss gar nicht alles weggemeint werden. Hier, die drei Dinger noch und dann kümmere dich mal um wichtigere Sachen. Denn wir haben schon im Lager über 300 Stahl. Das ist ausreichend für alles, was wir jetzt bauen wollen würden. Das wäre unter anderem natürlich ein bisschen was Schickes für die Schlafzimmer. Vielleicht ein paar Möbelstücke. Vielleicht wäre auch ganz gut, mal hier einen Tisch reinzuknallen mit Stühlen. Da freuen sich die Leute auch. Ansonsten haben wir die wichtigsten Dinge. Wir müssen auf Nahrung nicht unbedingt Acht geben, weil die ist hier im Überfluss vorhanden auf dieser Karte. Außerdem essen wir Menschen und von denen gibt es eine ganze Menge im Universum. Ja, eigentlich gar nicht so schwer. Aber unser Ziel ist ja ein ganz anderes, uns komplett von Drogen und Menschenfleisch zu ernähren. Und da müssen wir mal gucken. Da ist noch ein langer Weg hin. Ne? Ja. Ja. Sag mal, Philipp, wieso pennst du hier im Dreck in der Mine neben da... Was ist denn... Warte mal, was ist da passiert? Colonist needs rescue. Warte mal, wieso brauchst du... Du hast dich nicht... Warte mal ganz kurz. Was ist denn da passiert, Leute? Wieso ist Philipp denn... Ach du, verdammt! Es ist mega heiß. Hier rechts oben leuchtet es schon rot. Oh, 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 das war ein Hitzeschlag von Philipp. Kann bitte jemand mal Philipp aufheben, Wang, und reinbringen?
Rescue Philip, gut. Dann speichern wir das Ganze. Zeit ist nämlich rum. Oh ja, ich kann nur quitten und safen gleichzeitig. Wir haben ja den super Schwermodus gewählt. Ja, danke, dass ihr da Stein auf den Kopf gefallen, sagt Axel gerade. Nee, es war tatsächlich Hitzschlag. Vielleicht in Kombination mit der Lebensmittelvergiftung, die sich Philipp zugezogen hat. Und Fox sagt direkt, Philipp essen. Ja, jeder, der bewusstlos wird, ist ein Schlappschwanz. Dem, der wird gegessen. Könnten wir zu Dioptrien machen, schauen wir mal. Aber heute haben wir keine Zeit mehr, leider. Was haben wir sonst noch? Nö, ich glaube, wir haben alles. Ich merke mir das Ganze. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Dann geht's weiter mit RimWorld. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war's von mir. Danke, Dad, Managin, Lümmel, Boiler, Squalfan, Helge Meff. Viele Leute heute da gewesen. Sag danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.